Guten Morgen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Anwesende. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Ein orientalischer Spruch besagt, Berge und Täler bleiben stehen. Menschen begegnen sich. Ich freue mich auf unsere Begegnung und ich hoffe, dass diese Freude auf Gegenseitigkeit beruht. Dankeschön. In den letzten Tagen haben sehr interessante Vorträge, Seminare hier miterlebt und ich habe das Gefühl, dass Sie alle so freudig und genussfähig sind. Nach dem Spruch, wer nicht genießt, wird ungenießbar. Ja. Und es ist mir auch ein Bedürfnis der Organisation hier, mein Kompliment zum Ausdruck bringen. Es ist auch gar nicht so einfach, eine solche Veranstaltung hier ins Leben zu rufen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, am letzten Tag das Thema unter diesem Gesichtspunkt zu betrachten, vor allem weil mit Entspannungsmethoden verbunden ist, einmal mental, einmal physikal, werde ich dann mit Ihnen einige Übungen auch durchführen. Ich hatte dann in den letzten 3 Tagen verschiedene Themen hier bearbeitet. Einmal war das Thema allgemein Psychosomatik im Rahmen der positiven Therapie. Dann haben wir einen Fall von Hörsturz vorgestellt, wo ein Mann, der bei Firma Höchst für 2000 Mitarbeiter zuständig ist. Und wir haben gezeigt, wie wichtig es ist, dass man verschiedene Fachdisziplinen zusammenarbeiten, Neurolog, Psychiater, Internist, Psycholog, Psychotherapeut, in alle diese Bereiche. Deshalb konnte man nach 8 Wochen diesen schweren Fall auch helfen. Und gestern haben wir das Thema die Anwendung von Geschichten und Spruchweisheiten im Rahmen der Psychotherapie, Selbsthilfe und Pädagogik dargestellt. Wir haben eine sehr gute Gruppenarbeit erreicht und deshalb gehe ich davon aus, dass wir auch heute eine positive Gruppendynamik erreichen. Nach einem Spruch, wer alleine arbeitet, addiert, wer mit anderen zusammenarbeitet, multipliziert. Meine Frage an Sie, möchten Sie mehr addieren oder multiplizieren? Bitte sehr, danke. Dann sind Sie hier gut aufgehoben, jawohl. Und zwar, ich bin seit 28 Jahren in Wiesbaden tätig, habe eine psychosomatische Tagesklinik und seit 24 Jahren an der Akademie, Dozent an der Akademie für ärztliche Fort- und Weiterbildung der Landesärztekammer Hessen, wo wir Ärzte und später auch jetzt seit 6 Jahren auch Psychologen und Diplompädagogen auch für Psychotherapie und Familientherapie, vor allem unter dem transkulturellen Gesichtspunkt, fort- und weiterbilden mit 11 Dozenten. In den letzten 28 Jahren habe ich aufgrund meiner eigenen transkulturellen Situation Orient und Okzident das Modell positive Psychotherapie entwickelt. Positiv, liebe Anwesende, heißt Latin positum, das heißt das Ganze, das Tatsächliche, das Vorgegebene. Und wir gehen davon aus, wenn man tatsächlich arbeiten will, muss interdisziplinär und transkulturell vorgehen. Das heißt, A, verschiedene Fachrichtungen müssen zusammenarbeiten, das ist Symbol für die linke Hälfte. Und auch dann muss man neben dem Symptom die mittelbaren Ursachen der Symptomatik, die aktuelle Lebenssituation, Familie, Subkultur, Kultur auch einbeziehen. Das ist mehr Symbol für die rechte Hälfte. Diese beide helfen uns, dass wir einen Patienten optimal behandeln. Positiv, wie Sie sehen, bedeutet, dass man bei einem Patienten sowohl seine Pluspunkte, also sprich Fähigkeiten, Möglichkeiten und Chancen anspricht, dann danach, wenn der Patient vorbereitet ist, ressourcenorientiert vorgegangen wurde, dann können wir auf die Minussymptomatik eingehen. Das möchte ich durch eine
Anekdote auch erzählen. Ein Schwimmtrainer wurde am Ende der Saison, hatte dann das Ergebnis der Arbeit, seiner Arbeit zusammengefasst und sagte, unsere Mannschaft hat zwar nicht gewonnen, aber es ist auch keine ertrunken. Sie, das zeigt, dass dann nicht nur sich auf die Symptome, auf Verlust und so weiter konzentriert hat, sondern er war froh für das, was noch nicht passiert ist und passieren könnte. Und das ist sehr wichtig, was wir ansprechen. Dieser Ansatz möchte ich dann anhand eines Experiment, das in Amerika durchgeführt wurde, Ihnen zeigen. Und zwar, man hatte in einen mit Wasser gefüllten Glaszylinder so wilde Ratten reingebracht und die schwammen hin und her. Nach etwa 2 bis 3 Minuten sanken die alle runter und waren tot. Die Fachleute, Psychologen, Psychiater, haben sich gewundert, wieso es so schnell gegangen ist. Dann hat man das zweite Experiment gemacht. Und zwar, man hat jetzt dann in einem neuen Glaszylinder natürlich neue Ratten gebracht, ja, wie Sie sehen. Und wenn die nicht mehr schwimmen konnten, dann hat man einen Leiter eingesetzt. Die können durch den Leiter entrinnen. Also war Auswegmöglichkeit vorhanden. Und jetzt dann bei dem dritten Experiment hat man diese wilden Ratten, die einmal die Erfahrung gemacht haben, dass ein Entrinnen möglich ist, in einen neuen Glaszylinder gebracht, aber ohne Leiter. Meine Frage an Sie, was meinen Sie, wie lange konnten die schwimmen? In dem ersten Experiment war etwa 2 bis 3 Minuten. Etwa 4, 5, 6 Minuten. Eine Stunde. So viel, ja. Und Sie, was meinen Sie? 30 Minuten. Was meinen Sie? Ja. So, gucken Sie sich mal an. Über 80 Stunden. Wissen Sie warum? Weil hier die Erfahrung war, dass ein Entrinnen, eine Auswegmöglichkeit vorhanden ist. Liebe Anwesende, nach meinen Untersuchungen nach 28 Jahren, bei Untersuchungen in 22 Kulturen, habe ich festgestellt, dass unsere Patienten nicht leiden, weil sie Probleme haben in erster Linie. Sie leiden unter der Hoffnungslosigkeit, die mit der Diagnose suggeriert wird. Ja? Und Angstsymptomatik, depressive Symptomatik, schizophrene Züge, negative Selbst- und Objektrepräsentanzen und so weiter. Da. Diese Sache Verluste. Angst vor Verluste und so. Diese Sache wird appliziert und der Patient wird nicht in erster Linie in seine Fähigkeiten und Möglichkeiten erst angesprochen. Ich habe selbst eine internistische Ausbildung, Neurologie, Psychiatrie und dann Psychotherapie. Mir wurde bewusst, dass man einen Patienten erst zur Operation empfehlen kann, wenn man internistisch psychisch aufgebaut hat. Das ist auch der Grund, warum viele Dekompensationen bekommen, dekompensiert werden und dann sterben sogar dabei in der Operation. Nicht, weil die Operation nicht gut war, sondern die Vorbereitung noch. Gehe ich davon aus, dass man eine optimale Psychotherapie, Psychosomatik gehen kann, wenn man erst die Fähigkeiten von Patienten anspricht, vorbereitet, das Prinzip der Hoffnung bringt, also das entspricht der rechten Hirnhälfte, und dann erst auf die Probleme selbstverständlich die linke Hälfte angeht. Und das möchte ich dann mit Ihnen in diese Richtung heute das besprechen. A, das Modell positiver Ansatz in den Kurs vorstellen und dann werde ich Ihnen darstellen, unsere Untersuchungen in den 22 Kulturen, diese 4 Qualitäten des Lebens, die man nachher mit bestimmten Entspannungsmethoden, dann Trance-Erlebnissen und einbezieht und hypnotisch appliziert. Nach meinen Untersuchungen, man soll nicht Hypnose, autogenes Training und Entspannungsmethoden durchführen mit Patienten, weil die genau wie Medikamente wirken. Der Patient wird schnell beschwerdefrei, aber ist nicht gesund geworden. Und daher muss man ihn vorbereiten und dann es hypnotisch applizieren. Das werde ich Ihnen vorstellen und Sie können dann nachher dann sehen. Und zwar, ich werde Ihnen nachher ausführlich diese verschiedenen 7 verschiedene
Entwicklungsstufen im Rahmen der Selbstversenkung, Trance-Situation oder Meditation vorstellen. Ich ganz kurz hier. A ist Selbstversenkungsmethoden ethnischer Kulturen. Und dann, das ist zweitens die asiatische Meditationen wie Yoga, taoistische Meditation. Drittens die christliche Meditationen, das nach Augustinus und dann nach Meister Eckhart und Thomas Aquin. Dann viertens die passiv-autohypnotische Verfahren nach Mesmer, Kuehl, Langen, Kreschmer, Stockwitz und so weiter. Und fünftens die aktiv-autohypnotische Verfahren, die progressive Muskelentspannung, das autogene Training, die aktive Tonusregulation nach Stockwitz an die gestufte aktive Hypnose. Und sechstens Erikson-Hypnose. Und siebtens werde ich sagen Ihnen, was Sie besonders interessiert, wie man in alle diese Stufen orientalische Geschichten, Lebensweisheiten, Humor, Anekdoten gezielt einbezieht und appliziert da. Was halten Sie davon? Wunderbar. Dankeschön. Ja. So, wir sind davon ausgegangen, nach meinem Ansatz, Therapie hat drei Dimensionen. Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. In unserer Arbeit 25% Energie investieren wir in die Therapie mit der Aufarbeitung der Gegenwart. 25% Energie für Vergangenheit und 50% für die Zukunft, für Hoffnung. Wenn wir Patienten applizieren, das Prinzip der Hoffnung zu entwickeln, weil da in allen Menschen schon vorhanden ist, dann kann mit Therapeuten viel besser aufarbeiten die Probleme, als wenn man nur primär mit Problemen umgeht. Schauen Sie mal, ich möchte Ihnen eine wichtige Probleme der psychosomatischen Störungen zeigen. Hier, Edna, ich verlasse dich, wohin soll ich gehen? Wie Sie? Diese beide sind behandelt worden auf Vergangenheit und Gegenwart, aber nicht für die Zukunft vorbereitet. Und das erlebe ich immer wieder in der Praxis, dass die Patienten toll behandelt wurden und wurde aber nicht die Zukunftsperspektive. Was machen Sie, wenn Sie geschieden sind? Also ich mache vor der Scheidung ein Programm, habe ich 3 bis 5 Jahre nach der Scheidung, wie gehe ich damit um? Und da ist eine ganz andere Vorgehensweise. Ich darf Ihnen sagen, gestern habe ich erzählt, dass es eine gute Untersuchung vorliegt, dass nur 15% Patienten nach psychotherapeutischen Behandlungen bei verschiedenen Therapeuten zufrieden sind und geheilt sind. Nur 15%. Also warum das so ist? Weil wir erstens nicht das Prinzip Hoffnung berücksichtigen. Patient macht nicht so aktiv mit. Ist oft abhängig. Und zweitens, dass wir immer eine Methode applizieren, während der Mensch ist ein komplexes Wesen, ein schöpferisches Wesen, ein soziales Wesen, ein mentales Wesen und ein physiologisches Wesen. Braucht für alle diese Methoden verschiedene Therapeuten dann. Also Therapeuten, die sich beschäftigt haben. Jo. Liebe Freunde, Jean-Jacques Rousseau, der berühmte französische Philosoph, sagte, Kinder, die nur ihre Eltern kennen, kennen die auch nicht gut genug. Und unser toller Dichter Lichtenberg bezieht sich auf diese Aussage von Jean-Jacques Rousseau und sagt, Leute, die nur Physik kennen oder Chemie kennen, kennen die auch nicht gut genug. Ich möchte auf unser Thema übertragen. Wenn jemand nur Medizin kennt, kennt auch die nicht gut genug. Warum? Heute muss man ganz heiß Medizin machen. Wenn jemand sagt, ich bin tiefenpsychologisch orientiert, kennt die auch nicht gut genug. Weil Tiefenpsychologie ist nicht die ganz heiß Psychologie.
Wir können auch sagen, wenn jemand nur seine Kultur kennt, seine Landsleute kennt, kennt die auch nicht gut genug. Also um die kennenzulernen, muss man auch Erfahrungen mit anderen Kulturen machen. Muss sehen, wie Menschen in anderen Kulturen mit demselben Problem oder Schwierigkeit oder Konflikt oder Symptom vorgehen. Und dadurch erweitert man sein Horizont. Man verliert nicht was, sondern man gewinnt etwas. Obwohl ich einmal das Kurs erwähnt habe, nach meinen Untersuchungen, jeder Mensch ohne Ausnahme, ob von Orient oder Okzident, bei der Geburt bringt zwei Bereiche, Grundfähigkeiten mit sich. Die linke Hirnhälfte ist Symbol für Okzident, für das Abendland. Wenn wir sagen, jemand ist typisch preußisch, bedeutet seine linke Hirnhälfte ist besonders gut entwickelt. Und die Ordnung, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Gerechtigkeit, Arbeitsamkeit. Und die rechte Hirnhälfte ist Symbol für Orient. Wann sagt man, jemand ist typisch orientalisch? Bauchtanz, ja? Fantasie hat, Kommunikationsfähigkeit. Und wir gehen davon aus, dass bei jeder Konfliktbewältigung muss der Therapeut, egal aus welcher Schule, den Patienten bringen, dass er sowohl seine linke als auch rechte Seite bei Konfliktbewältigung einbezieht. Die linke Hälfte ist das mehr verbale Teil. Sehen Sie mal hier in diesem Bild, verbal, das ist die Sprache. Also, dass man richtig mit den Patienten einen Dialog führt dann. Dann Logik ist wichtig dabei. Während die rechte Hälfte ist nonverbal, das bildhafte Denken, die Fantasie und dann das Ganzheitliche, das ist die Kreativität, während dort ist die Rationalität, Intuition. Bei jeder Therapie muss diese Sache Berücksichtigung finden. Um Ihnen zu zeigen, wie diese rechte und linke Hälfte miteinander arbeiten, eine junge, charmante Dame sagte ihrem Freund, du hast mir doch oft versprochen, dass wir in diesem Sommer heiraten. Wo bleibt das denn? Der Freund sagte, du hast völlig recht. Sag mal ganz ehrlich, war in diesem Jahr überhaupt ein richtiger Sommer? Er hat nicht es begründet, warum fragst du denn immer wieder, sondern versuchte die rechte Hirnhälfte einzubeziehen, hatte dann auf eine ganz andere Art Antwort gegeben und eine Kommunikation hergestellt. Ein Mann kam nach Hause und hat gesehen, dass seine Frau einen wunderschönen Kuchen vorbereitet hat und 15 Kerzen darauf. Oh, hat jemand heute Geburtstag? Sie sagte, ja, mein Wintermantel wird heute 15 Jahre alt. Das nennen wir positive Stressbewältigung, positive Konfliktbewältigung. Sie hat das gesagt, was sie wollte, aber in einer Art, wo der andere damit etwas anfangen kann. In einem Restaurant sitzt neben einem katholischen Bischof ein jüdischer Rabbiner. Der katholische Bischof sagte zu dem Mann, wann wollen Sie denn endlich toleranter werden und einen solchen Schweinerücken essen und richtig genießen? Der jüdische Rabbiner sagte, an Ihrem Hochzeitstag, Exzellenz. Ja. Ja. Wie Sie? Er hatte dann nicht, er ist nicht frontal vorgegangen, hier erklären und so weiter, wie kommen Sie darauf, mir sowas zu sagen, sondern er ist kommunikativ und fantasiereich vorgegangen. Wie fanden Sie denn das? Ja? Der Mann kam nach Hause und sagte zu seiner Frau, was hast du bloß heute gemacht? Die Frau, eine kluge Frau, wie Sie alle hier, diese Damen, sagte, ich habe heute dein Bett und dein Konto überzogen.
Wir versuchen am Anfang der Therapie, das heißt, bevor wir auf die Probleme vorgehen, mit vielen solchen Bildern, ich habe etwa 200 solche Bilder, und wir etwa 5 bis 6 Anekdoten, Geschichten, überhaupt den Patienten für die Zusammenarbeit im Erstinterview und nach dem Erstinterview vorbereiten für die Therapie. Und die Therapie ist 50% nach Erstinterview gelaufen. Ja, ich kann Ihnen nachher anhand von einigen Fallbeispielen zeigen. Liebe Freunde, ein wesentlicher Aspekt der Konfliktbewältigung ist, dass man auch in belastenden Situationen über Kontroll- und Einflussmöglichkeiten verfügt. Ein Forschungsprojekt hat dies eindrucksvoll bestätigt. Es wurde mit Arbeiten durchgeführt, die störenden Hintergrundgeräuschen ausgesetzt waren, wie Maschinen und Straßenlärm, das haben Sie eben gehört, sowie fremdsprachige Unterhaltungen. Eine Gruppe konnte einen Knopf betätigen und damit die Geräusche abstellen. Die andere Gruppe hatte keine solche Möglichkeit. Die Arbeitsleistung der ersten Gruppe entsprach den Erwartungen. Sie lag durchweg höher als die der zweiten. Das Verblüffende dabei ist, dass der Knopf kein einziges Mal gedrückt wurde. Meine Frage an Sie, wie erklären Sie das? Wie sehen Sie das? Einer hat diesen Knopf gehabt, andere hat nicht gehabt. Ja, beide waren dem gleichen Situation ausgesetzt. Wie meinen Sie denn? Die Möglichkeit gehabt. Was meinen Sie? Ja. Wenn man es abstellen kann, dann macht er nichts daraus. Und daher möchte ich Ihnen heute einige solche Knöpfe zeigen, wo Sie dann bei solchen belastenden Situationen, wenn Sie mit Deutschen zu tun haben, bei Ausländern zu tun haben und so, immer welche bei Schwiegermutter, bei Finanzamt, bei Kollegen, Mobbingprobleme, wie man solche Knöpfe drückt. Wenn wir diese Sache haben, auch wenn wir nicht oft davon Gebrauch machen, dann haben wir Hoffnung, Möglichkeit, Chance. Und dies hilft uns, mit der Situation viel besser fertig werden. Und deshalb, darf ich zusammenfassen, man soll Patienten erst einige solche Knöpfe vermitteln, bevor man die dann in diese Regressionsarbeit, egal nach welcher Methode, vorgeht. Also erst muss man vorbereiten. Das braucht etwa 3 bis 4 Sitzungen. Der Patient wird vorbereitet, nach dem ersten Interview, das nennen wir Vorbereitungsphase, und dann kommt dann nachher die Operation. Also wir unterscheiden für einmal Narkose, einmal Operation und einmal Nachsorge. Ja? Wer wird dann sich später mit dem beschäftigen? Welche Aufgabe hat nach der Therapie? Das ist alles kurz zu diese verschiedenen Phasen dann. So. Unsere heutige Situation in der Psychotherapie allgemein und Psychosomatik erfordert die Entwicklung von Methoden, die ebenso ökonomisch wie wirksam sind. Außer der Frage der psychotherapeutischen Prozedur wird dabei immer die Frage wichtig, nach welchen Kriterien der bestehende Konflikt beschrieben und durchgearbeitet wird. Ja? Mein Ziel war, ein Modell zu entwickeln, das eine Gesamtdiagnose darstellt, sowohl das Symptom und die Probleme wie aktuelle Lebenssituation, Familie, Beruf, Subkultur und Kultur berücksichtigt. Darüber hinaus, dieses Modell muss auch aufzeigen können, die positiven Aspekte in einem Menschen, die dann nachher für eine Heilung eine große Rolle spielen und ihm die Chance geben, neue Fähigkeiten zu entwickeln, um mit den unveränderten Situationen besser fertig zu werden. Wir haben viele Patienten, wir müssen beibringen auch, wie man mit den unveränderten Situationen auch fertig wird, als schicksalhafte Sache. Und diese beiden Ansätze wird uns dann heute beschäftigen, dass wir dann uns dann damit beschäftigen.
um zu zeigen, was ich gestern gefragt habe, und haben zwei Kollegen hat mich angesprochen, dass diese Geschichte hat viele angesprochen, möchte ich diese Geschichte nachher, weil für unsere Arbeit eine wichtige Rolle spielt, nochmals Ihnen das demonstrieren. Und zwar, diese Geschichte, dieses Gedicht hat eine persische Dichterin vor 90 Jahren gedichtet, und ich habe versucht, nach dem deutschen Geschmack als Geschichte darzustellen. Und das ist für unsere Therapie wichtig, damit wir die Minussymptomatik und Plussymptomatik voneinander unterscheiden können. Im Garten eines Palastes ist ein V so stolzierend spazieren gegangen, wie Sie sehen. Eine Krähe hat diesen V gesehen und sagte, wer hat diesem hässlichen Vogel erlaubt, in diesem wunderschönen Garten so stolzierenden Spaziergang zu machen, läuft wie ein Sultan, hält den Kopf hoch, macht Doppelkinn, dabei hat so hässliche Füße. Diese V hörte sich das an und sagte, es handelt sich um Missverständnisse. Ich weiß, dass ich hässliche Füße habe, daher halte ich meinen Kopf hoch, um meine hässlichen Füße nicht zu sehen. Und das interpretierst du als Arroganz. Übrigens, ich habe viele Schönheiten, die alles bewundern. Da hat angefangen aufzuzählen, die Schönheiten, und zum Schluss fragte, warum siehst du mich nicht so, wie ich bin? Liebe Anwesende, meine Frage an Sie, sehen wir uns, unsere Patienten, wirklich, wie sie sind, oder meistens, weil wie wir gelernt haben, je nach der Methode, versuchen wir diese Methode auf Patienten übertragen und demnach vorzugehen. Und das ist auch der oft, dass wir nicht auf die positiven Aspekte unserer Patienten achten. Ich war in Hamburg, aber nicht voriges Jahr vor diesem Weltkongress, sondern vor so zwei, drei Jahren. Ein Psychiater kam zu mir und sagte, ich habe Vertrauen zu Ihnen, das Buch Kaufmann und Papagei hat mich sehr angesprochen. Ich habe eine Bitte an Sie, können Sie mich mit meiner Frau ein Gespräch führen? Wir führen eigentlich eine gute Ehe, aber es gibt gewisse Probleme mit meiner Mutter besteht da. Ich habe ein Gespräch dort mit der Frau geführt, habe gesehen, tatsächlich eine gute Ehe, aber sie sagte, wenn die Schwiegermutter nicht wäre, dann hätte ich eine ganz glückliche Ehe gehabt. Dann habe ich gefragt, hat Ihre Schwiegermutter auch positive Eigenschaften? Sie sagte, überhaupt nicht. Ich habe das Bild dabei gehabt, habe ich dort fotokopiert und habe ich die Geschichte hat sie selbst gelesen und habe ich ihr das Bild gegeben. Und zwei Tage später haben wir auch uns wieder im Kongress getroffen und sie schrieb etwa 12 bis 13 positive Eigenschaften über die Schwiegermutter. Sie kann gut kochen, sie beherrscht die deutsche Sprache sehr gut, sie kann Gäste empfangen und so weiter, was vorher ihr überhaupt nicht möglich war. Ich habe nicht viel getan, sondern die Geschichte als Mediator wirkte, öffnete das Tor zur Fantasie, mit dem Bild verbunden, das bildhafte Denken, und brachte, dass die Frau in der Lage war, die Schwiegermutter anders zu sehen. Wir haben während des Kongresses, zweimal kam auch nach Wiesbaden, da haben wir thematisiert, was sind dann nachher die Probleme, und dann in eine Familientherapie, zwei, drei Sitzungen, insgesamt 10 Sitzungen wurde die Sache dann abgeschlossen. Dann dabei. Ich würde Ihnen zeigen, dass bei dieser Situation wichtig war, welche Geschichte. Das ist sehr wichtig. Sie geben auch nicht jedem Patienten mit Kopfschmerzen Aspirin, sondern ganz genau muss dosiert sein und die richtige Diagnose festlegen. Und dann die Siege wirken wie ein Wunder. Eine orientalische Lebensweisheit, die man oft dann überhaupt Trance-Erlebnissen gut übertragen auf Entspannungswege, heißt das, Gedanken sind wie Keime. Ich werde das erfahren, was ich erwarte. Solche Sprüche, Aussagen, etwa 10, 15 habe ich, geben wir am Anfang, wenn wir mit Patienten überhaupt arbeiten. Und dann fragen wir immer, was bedeutet für Sie?
Und dann bringe ich dann in diese Vorbereitungsphase einige experimentelle Untersuchungen, wie dieser Knopf und wie andere Sachen. Und, diese Beispiele helfen den Patienten sehr gut, das assoziiert und erklärt. In einem Hotel in der Nacht hat ein Mann einen Asthmaanfall bekommen. Mit Mühe ist aufgestanden und Schritt für Schritt dann zum Fenster gegangen, das Fenster aufgemacht, tief Luft geholt. Es ging ihm besser und hat sich wieder hingelegt. Am nächsten Morgen hat er festgestellt, dass er nicht das Fenster aufgemacht hatte, sondern die Tür des Kleiderschrankes. Ja. Ja. Und die sind nicht einfach Erklärungen, Erzählungen, sondern das sind Sachen. Ich mache bei vielen Patienten mit Allergie, habe ich verschiedene Blumen dort, hole ich dann nächstes Mal, wenn es zu mir kommt, eine Blume dort, ist aber künstlich, weiß ja auch, ist so schön gemacht, habe ich auch erst in Deutschland wieder auch sehr schöne Blumen, gut künstlich vorbereitet, und dann auf einmal bekommt dann ihre Allergien, obwohl keine echte Blume war. Ja? Das wird bedeutet besonders deutlich da. Auch bei Asthma und so weiter können Sie auch sowas einbeziehen. Durch diese Sprachbilder, durch diese Beispiele können wir den Patienten für die Arbeit auch vorbereiten. Ich habe erklärt, dass wir heutzutage, egal wie in welcher Methode ausgebildet werden, immer uns mit Psychopathologie beschäftigen. Wir sehen immer hässliche Füße, Symptomen, Krankheitsbilder und so. Sehen Sie, hier ist das. Ich habe von einer Universitätsklinik aufgenommen. Gucken Sie sich mal an. Ja. Hals-Nasen-Ohren-Klinik, Orthopädie, Innere Chirurgie, Neurologie, Psychiatrie. Patient wird symptomfrei, aber die Gesundheit ist nicht hergestellt. Warum? WHO sagt, das Fehlen der körperlichen Symptomatik ist kein Zeichen für Gesundheit. Dazu müssen andere Qualitäten kommen. Mit diesen Lebensqualitäten habe ich mich in verschiedenen Kulturen beschäftigt. Die 22 Kulturen möchte ich Ihnen auch jetzt kurz darstellen. Wir gehen davon aus, dass eine optimale Therapeut-Patient-Beziehung ist primär. In Amerika wurde eine tolle Untersuchung gemacht, liebe Freunde. Das ist für Leute, die sagen, nur meine Methode ist wichtig. Die haben festgestellt, wir haben tausende Untersuchungen gemacht, welche Methode ist wirksam gewesen. Da hat man festgestellt, nicht die Methode primär war, sondern Therapeut war primär diese, ja, das Heilmittel dann dabei. Und ich habe mich damit beschäftigt, hat 14 Jahre lang gedauert, wo wir diese Untersuchung gemacht haben, wann kann eine positive Therapeut-Patient-Beziehung zustande kommen. Erstens, wie man in der Balint-Gruppen lernt, wenn man eine positive Beziehung zu Patienten entwickelt. Da brauche ich Ihnen nicht zu sagen, viele kennen Sie dann da. Zweitens haben wir festgestellt, dass diese Therapeut-Patient-Beziehung ist sehr abhängig davon, wie die Kollegen miteinander arbeiten. Zum Beispiel ich habe 7 Mitarbeiter in der Tagesklinik, unsere Zusammenarbeit da ist, wie die Zusammenarbeit in einer Klinik mit Chef ist da, mit Angestellten sind. Alle diese Dinge haben Einfluss auf Therapeut-Patient-Beziehung. Drittens, kommt darauf an, welche Beziehung der Therapeut zu seiner eigenen Familie und Umwelt hat. Wenn er mehrmals geschieden ist oder Freundin hat und so, lockere Atmosphäre und so. Diese Sache haben alle Einfluss auf die Therapeut-Patient-Beziehung dann dabei. Wenn ein Therapeut abends nach Hause kommt, will seine Ruhe haben, er kann eigentlich viele Patienten nicht helfen, die auch ähnliche Probleme haben. Er muss es ein bisschen andere Kulturen bedachten. Zum Beispiel, waren Sie in Italien? Ja. Was ist Ihnen abends aufgefallen? Viel Betrieb. Alles auf der Straße. Alles auf der Straße. Auch kleine Kinder waren dabei. Jawohl. Überlegen Sie mal, Sie wurden hier in München sogar mit kleinen Kindern abends um 22 Uhr spazieren gehen. Was sagen die Leute? Für den Schlaf. Wissen Sie warum? Weil in Deutschland Wissenschaftler haben Entdeckung gemacht, dass Kinder so viel Schlaf brauchten. Also Schlaflänge war wichtig. Heute wissen wir, dass Schlaftiefe wichtig ist da. Nicht primär Schlaflänge.
Und viertens hängt darauf an, kommt darauf an, welche Weltanschauung, Lebensphilosophie der Therapeut hat. Wenn ein Therapeut nur materialistisch eingesetzt, nur sozialpolitisch dabei, oder katholisch, oder evangelisch, oder neuapostolisch, die haben Einfluss. Wir haben dieses Bild. Und nachher werde ich sehen, warum wichtig ist, dass man bei Patienten auch seine Weltanschauung einbezieht. Im Rahmen der Übertragung, Gegenübertragung, Weltanschauung spricht nach unserem Ansatz die erste Bedingung. Also, ob jemand aus einer jüdischen Familie kommt, hinduistische, Zarathustra, buddhistische, christliche, islamische oder Baha'i oder später werden auch andere Religionen kommen, alle Dinge sind wichtig und deshalb, nach meinen Erfahrungen, ein Therapeut, der Menschen in seine Gesamtheit erfassen will, muss etwas Bescheid über verschiedene Religionen wissen, diese neuen Weltreligionen Bescheid wissen. Und dann kann seine Patienten viel besser verstehen darauf. Ich habe schwerste Ängste, Phobien gehabt, die jahrelang behandelt wurden, auch bei uns. Erst wo ich die Weltanschauung, Lebensphilosophie bei zum Beispiel Zeuge Jehova neuapostolisch angesprochen habe, dann wunderbar ist die Sache gelaufen da. Also das hat mich überzeugt, dass diese Sache zu kurz kommt. Deshalb habe ich auch viele Probleme gehabt, weil ich vor 25 Jahren mit diesem Ansatz begonnen habe, dass jeder Therapeut muss über seine Weltanschauung bewusst sein, bewusst werden und so weiter auch bei Patienten ohne dogmatische Sache einzubeziehen in die Arbeit dann. Diese vier Bereiche helfen uns, dass wir dann nachher vorgehen. So, jetzt meine Frage an Sie. Fangen wir mit unserem Thema jetzt richtig an. Was braucht ein Blume zur Entwicklung? Was meinen Sie? Darf ich Sie fragen? Wasser, Dünger, ab und zu umtopfen. Umtopfen, jawohl. Ja. Sehr gut, ja. Sehr gut. Sonne. Also eine Blume braucht zur Entwicklung drei Dimensionen. Erstens, man muss eine positive Beziehung zur Blume haben. Das heißt, Liebesfähigkeit. Es gibt viele Frauen, die sich ärgern, weil der Mann nicht liebevoll mit Blumen umgeht. Frauen können sehr schön fantasievoll mit Blumen umgehen. Also es muss eine positive Beziehung zur Blume sein. Zweitens muss ich dann wissen, was für ein Blume habe ich, wissen Sie? Je nach der Blume, ein Blume braucht viel Wasser, ein braucht viel Sonne, ein braucht weniger. Diese Sache dann, was ich eben gesagt habe, muss berücksichtigt werden. Das heißt, die Einzigartigkeit der Blume muss berücksichtigt werden. Bevor ich mit Wasser beginne, überlegen Sie mal, wenn Sie eine Blume kaufen, diese Verkäuferin sagt, bitte geben Sie nicht viel Wasser. Oder sagt manchmal, geben Sie sehr viel Wasser zu dieser Blume. Das ist Einzigartigkeit. Der Blume muss berücksichtigt werden. Genau ist das mit Patienten nachher. Drittens, eine Blume wächst sehr schön. Wir nehmen Zeit, mögen die Blume. Und dann erfüllen wir die Bedürfnisse. Aber eines Tages muss ich auch lernen, von dieser Blume Abstand zu nehmen. Ablösung ist auch notwendig. Ja? Wenn ich dann nicht lerne, dann bleibe ich hängen. Hangneurose. Ja? Gewisse Abhängigkeiten entstehen, die dann nachher sich bemerkbar machen. Also genauso ist das, liebe Freunde, mit unserem ein Mensch, wenn sich entwickelt, braucht erst Liebe, Zuwendung, Verbundenheit. Zweitens braucht Unterscheidung. Und drittens muss man auch für Ablösung vorbereiten. Das sehen Sie hier in diesen drei Bildern. Jeder Mensch braucht im Entwicklungsleben drei Dimensionen. Das nennen wir drei Interaktionsstadien. Verbundenheit, annehmen ohne Kritik, akzeptieren, wie es ist. Zweitens, Forderungen stellen. Man kann nicht nur lieben, sondern Forderungen stellen. Warum hast du dein Zimmer nicht aufgeräumt? Warum bist du zu spät gekommen? Und so, das ist alles wichtig. Und drittens muss lernen, in der Ablösungsphase selbst
ohne diese Bezugspersonen auch weiterkommen, aber wenn Notfall immer auf diese Bezugspersonen Umwelt zurückkommen dann. Das nennen wir Entwicklung, Integration und Ablösungssache. Bei Patienten ist auch genauso, dass unsere Patienten, werden wir sehen, Probleme haben mit Verbundenheit, Probleme haben mit Unterscheidung, Probleme haben in der Ablösung. Alle diese drei Sachen muss dann in Hypnose, in Entspannungsmethoden berücksichtigt werden. Nicht bei jedem sofort das und das machen, sondern diese Sache herausholen. Das ist das Wichtige. So, unser Ansatz, jetzt kommen wir näher. Zunächst, dass diese drei Interaktionen übertragen auf das Modell. Modell bedeutet zunächst, dass das Konzept, das positive Konzept in der Menschenführung notwendig ist. Dass ich davon ausgehe, dass jeder Mensch wie ein Ananas ist. Außen rau, innen von erlesene Süße. Ja? Und diese gibt mir Möglichkeit, überhaupt hinter diese Symptomen, hinter diese Masken, diese Fähigkeiten, die Menschen angelegt zu sehen. Nach unserem Modell, jeder Mensch ist seinem Wesen nach gut und hat zwei Grundfähigkeiten, Liebesfähigkeit, Erkenntnisfähigkeit, die dann nachher unter dem transkulturellen Gesichtspunkt sich Erziehung entwickeln und entfalten. Ausgehend davon, dass Verhalten in verschiedenen Kulturen verschiedene Bedeutung haben. Ausgehend davon, dass der Mensch wie ein Samenkorn viele Fähigkeiten von Anfang an mit sich bringt, diese Knöpfe sind im Menschen angelegt, versuchen wir die Symptome des Patienten positiv deuten, zunächst dann. Zum Beispiel, wenn ein Patient unter Anorexia nervosa leidet, wir sagen es, Sie haben die Fähigkeit, mit wenig Mittel auszukommen. Ich bewundere Sie. Sie haben die Fähigkeit, am Hunger der Welt teilzuhaben. Sie sind ein sehr sozialer Mensch. Identifizieren Sie sich mit Menschen, die nicht genug zum Essen haben, leiden und versuchen Sie mal darauf zu reagieren. Also öffnen wir das Tor zur Fantasie, hier neue Perspektive bei sich zu sehen und nicht nur Magersucht als Krankheit, wie Sie sehen hier, Appetitlosigkeit, Pubertät, Magersucht, sowas zu behandeln. Wiederholen wir das neurotische Konzept sonst danach. Oder wenn ein Patient sagt, mein Mann ist sehr aggressiv, wo wir sagen, Ihr Mann hat die Fähigkeit, auf etwas spontan, emotional und etwas hemmungslos zu reagieren. Also wird gewisse positive Aspekte in dieser Aggression erst herausgeholt. Das ist ein Mittel der Kommunikation und danach gehen wir auf die negativen Aspekte an. Oder wenn bei Depression und Angst, die Fähigkeit mit tiefster Emotionalität auf Konflikte zu reagieren. Sensitive Menschen, die versuchen dann auch mit Problemen, Schwierigkeiten, gefühlsmäßig zu reagieren. Das sind Menschen, die ungeheuer sozial sich engagieren, helfen wollen der anderen, aber die haben ihre Grenzen nicht erkannt. Diese Unterscheidung plus minus ist sehr wichtig in der Therapie. Hier. Wenn jemand sagt, mein Sohn ist ein Faulenzer, der Sohn hat die Fähigkeit, Leistungsanforderungen aus dem Wege zu gehen. Ja. Und hier wird dann nachher mit ein paar Anekdoten, Geschichten das, vertraut gemacht, damit er ist in die Lage versetzt wird, den Sohn nicht nur aus der Sicht der Faulenzerei zu sehen, sondern auch viele Fähigkeiten hat. Und dann später gehen wir auf diese Sache wieder ein. So, jetzt kommen wir auf den zweiten Bereich. Der zweite Bereich ist, was Patient mit sich bringt und wie kann man diese Fähigkeiten dann transparent und bewusst machen. Ich habe erst Ihnen das positive Konzept vorgestellt. Jetzt kommen wir über Konfliktdynamik und Konfliktinhalt. Und dann drittens auf die 5 Stufen integrale Menschenführung, wo wir dann nachher Hypnose und Entspannungsmethoden applizieren. Das ist das Ergebnis meiner Untersuchungen in diese 22 Kulturen. Das nennen wir 4 Qualitäten des Lebens oder 4 Formen der Konfliktbewältigung.
Ausgehend davon, dass der Mensch Liebesfähigkeit und Erkenntnisfähigkeit hat, linke Hinhälfte und rechte Hinhälfte, jeder Mensch bei der Geburt bringt diese vier Qualitäten mit sich, egal aus welchem Land, ob Papua-Neuguinea ist, die sind Leute, leben dort, ich habe Untersuchungen gemacht, wie vor 10.000 Jahren. Aber wenn die nach Portsmouth kommen, dann lernen auch ärztlich tätig sein, medizinisch, können auch Computer bedienen, können auch sogar als Pilot tätig sein. Also diese Fähigkeit ist im Menschen angelegt, wenn man ihm die Möglichkeit bietet unter diese drei Gesichtspunkten. Also jeder Mensch ohne Ausnahme, wenn er auf diese Welt kommt, kommt diese vier Fähigkeiten, vier Bedürfnisse, vier Lebensqualitäten mit sich, die dann nachher als Konfliktverarbeitungsmechanismen wirken. Und das ist nachher bei Entspannungsmethoden sehr wichtig, welche Typen wir bei uns wir haben, welche Reaktionstypen. 25% Energie für Gesundheit, dazu gehört Schlafwachrhythmus, Essverhalten, gehört dann Körperkontakt, Ästhetik, Athletik, Beziehung zu Krankheit, Gesundheit, die alle in uns schon bereits angelegt sind. Ja? Kommt nicht erst von außen, sondern ist angelegt als Fähigkeiten. Zweites ist Leistung. Das am Anfang ist Spiel, dann kommt Schule, dann kommt Tätigkeiten, 25% Energie hier. Dann kommt Beziehung zu Kontakt mit Menschen, Kommunikation, das ist 25%. Und nachher kommt die vierte Dimension, die Beziehung zu nahe und ferne Zukunft. Welche Pläne habe ich in den nächsten 3 bis 5 Jahren? Und ferne Zukunft bedeutet, was mache ich, wenn ich pensioniert bin? Was mache ich, wenn mein Partner nicht mehr lebt? Was bedeutet Leid? Was bedeutet Krise? Was bedeutet Tod? Was bedeutet Leben nach dem Tod und so weiter? Das ist dann Körper oben. Diese beiden gehören zum Seelenleben. Und diese Zukunft gehört zum geistigen Leben. Körper, Seele, Geist. Wir haben für diese vier Bereiche 4000 Fragen entwickelt und durch Faktorenanalyse und Computer auf 20 Fragen für jeden Bereich reduziert. Ich habe diese Fragebogen für Sie. Hier gebe ich Ihnen nachher bei dem zweiten Teil, wo wir dann bei Patienten diese vier Bereiche erst eruieren, bevor wir in Hypnose oder autogenes Training oder Entspannungsmethoden bringen. Wenn jemand in einer Familie aufgewachsen ist, wo die Eltern sagen, kannst du was, dann bist du was, sparst du was, dann hast du was. Welcher Bereich wird besonders entwickelt? Leistung. Wenn jemand in einer Familie aufgewachsen ist, wo die Eltern sagen, lieber Ratten im Keller als Verwandte im Haus. Ja, ja. Ja. Gäste einladen kostet viel Geld oder machen Unordnung, ja? Das ist Kontakt wird beeinträchtigt dabei. Und wenn jemand eine Familie aufgewachsen ist, wo Vater Sozialist ist und Mutter ein bisschen Katholik und Vater sagt, nach mir die Sintflut, ja. Welcher Bereich wird besonders dann angesprochen? Fantasie, Zukunft, Motivation dann nachher für diesen Mensch. Er hat auch gewisse Probleme mit Motivation, weil diese nicht eine. Oder wenn jemand in einer Familie aufwächst, wo die Eltern sagen, musst du abends früh ins Bett gehen, ja? Weil gesund, das darf, man darf nicht abends zu spät essen. Ich war 22 Jahre lang im Orient, habe ich immer auch abends um 10 oder 11 Uhr gegessen. Aber hier in Deutschland macht man bestimmte Konzepte, man muss 7 Uhr oder 8 Uhr essen, Kinder müssen ins Bett gehen und daraus kommen dann viele Körper-Ich-Gefühl-Störungen bei kleinen Kinderzuständen. Ich kann Ihnen empfehlen, schicken Sie Ihre Kinder nicht abends zu früh ins Bett. Ja. Sondern Kinder müssen abends die Eltern erleben, andere Leute erleben, andere Kinder. Und bei Kinderstörungen, Verhaltensstörungen haben wir festgestellt, dass diese Sache eine große Rolle spielt. Dass man auf die Gesundheit sehr viel achtet, aber nicht auf die Erlebnisse des Kindes dann dabei. So, haben Sie alle etwas zum Schreiben? So, jetzt machen wir, trainieren wir. Wir gehen davon aus, dass ein Mensch kann mit Problemen fertig werden, angemessen, wenn er in der Lage ist, Balance in diese vier Bereiche zustande bringen. Diese Balance ist die Aufgabe des Therapeuten, zu sehen, wie sein Balance ist und dann mit Patienten vorbereiten und dann es hypnotisch applizieren dann.
Körper, Leistung, Kontakt. Wenn diese vier Bereiche, nicht dann ausgeglichen sind, kommen Einseitigkeiten. Aber diese vier Bereiche, wie ich Ihnen vorher demonstriert habe, in alle Menschen sind angelegt, aber die sind einzigartig bei jedem Menschen. Ein Kind braucht mehr zu essen. Ein Kind möchte mehr spielen. Ein Kind möchte mehr Kontakte. Ein hat mehr Fantasie. Diese Einzigartigkeit ist angelegt. Aber alle haben wir. Im Abendland, vor allem in Deutschland, man legt 80% Wert auf Leistung und Gesundheit. Ja, diese beide. Deshalb Ausländer kommen so gerne hier, weil die Sache so gut organisiert ist. Die können auch lernen. Ja, man lernt hier, wie die Deutsche hier mit Gesundheit umgehen. Einmalig ist da. Ich habe noch nie in einem anderen Land gesehen, wo man so gute Beziehung zu Körper-Ich-Gefühl hat. So, was zu kurz kommt, ist dritter Bereich, Kontakt und Beziehung zur fernen Zukunft. Ja, nahe Zukunft wissen wir, Pensionierung und dann Gartenarbeit und so weiter. Ja. Aber ich möchte nicht pensioniert werden, Gartenarbeit machen und ein bisschen Länder besuchen dann, sondern es gibt was anderes, uns für die größte Reise des Lebens, für die längste Reise des Lebens vorzubereiten. Das kommt zu kurz. Die Menschen in orientalischen Kulturen legen 80% auf Kontakt und Zukunft, kommen die anderen Bereiche zu kurz da. Wir sagen nach unserem Modell, Deutschland braucht Ausländer. Und hier. Und zwar, warum? Man lernt durch Ausländer, wie die mit Gästen umgehen, wie mit den Kindern umgehen, wie man mit älteren Menschen umgeht und mit dem Thema Tod, Verlust umgeht. Und Ausländer brauchen Deutsche. Deshalb kommen die auch gerne, auch wenn die bestraft werden, trotzdem kommen die. Weil die andere Bereiche lernen. Und da kommt mir in den Sinn, was Goethe gesagt hat. Wer sich selbst und andere kennt, wird auch hier erkennen, Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen. Sie, dieser Ansatz ist unser Ziel der Psychotherapie. Egal, ob Sie Hypnose machen, autogenes Training machen, Medikamente geben. Mein Ziel ist immer, wie wir Leute in fünfte Stufe nachher vorbereiten für das transkulturelle Denken. Wie man den Weltfrieden verwirklichen kann und miteinander eine neue Ordnung aufbaut. Und wie diese vier Bereiche, ich darf mal einen Moment über noch Ihre Geduld bitten, wie diese vier Bereiche in verschiedenen Kulturen sind, möchte ich Ihnen anhand von Beispielen zeigen. Zum Beispiel, in Deutschland, wenn jemand krank ist, möchte er seine Ruhe haben. Er wird von wenigen Personen besucht. Besuche werden oft als soziale Kontrolle empfunden. Ja? Im Orient, wenn jemand krank ist, das Bett wird in Wohnzimmer gestellt. Der Kranke ist Mittelpunkt und wird von zahlreichen Familienmitgliedern und Freunden besucht. Ein Ausbleiben der Besuche wurde als Beleidigung und Mangel der Anteilnahme aufgefasst. In unserer Selbsterfahrungsgruppe, zum Beispiel Krankenschwester, die sagen, ja, ich habe mich diese Woche furchtbar aufgeregt. Wir haben einen türkischen Patienten gehabt. 10 Leute kamen zu besuchen, habe ich mich aufgeregt, habe ich dem Arzt gesagt, dem Psychologe, die haben auch sich aufgeregt. Und dann erklären wir, dass für ein Orientale im Grunde genommen Krankheit ist nicht primär. Primär ist, dass der Besuch da bleibt, ja, der kommt dann. Während bei Deutschen ist, er wird schnell gesund werden wieder und Besuche wieder oft die dann nachher stören einen Menschen dann. So, ich will nicht sagen, was besser ist, ich will sagen, verschiedene Sachen möglich und diese Integration wichtig ist dann. Im Bereich der Leistung. Wenn Sie einen Deutschen fragen, wie geht es Ihnen? Viel Ärger, viel Arbeit, ja, oft mal, ja. Wenn Sie einen Orientale fragen, wie geht es Ihnen? Gott sei Dank, dass wir noch leben. Es gibt noch viel Schlimmeres. Also, er versucht dann, sich mit anderen zu vergleichen und nach dem Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid oder geteilte Freude ist halbes Freude. Und da kann er dann die Sache. So.
Genauso ist das im Bereich der Kontakte. Und die vierte Dimension möchte ich Ihnen auch zeigen, weil die erste Ursache von psychosomatischen Störungen ist, von 44 Faktoren, die psychosomatische Störung wurden, Tod, Verlust ist der erste Faktor. Leider in keiner Psychotherapie-Methode wird die Sache primär gesehen und bearbeitet dabei. Ja? So, in Deutschland, oft wenn jemand stirbt, in der Zeitung steht eine Anzeige, bitte vom Beileidbesuch Abstand zu halten. Wir wollen mit unserem Schicksal alleine fertig werden. Ja? Ablösung können die nicht ertragen dann dabei. In Papua-Neuguinea, wo wir die Untersuchung gemacht haben, oder viele orientalische Kulturen, zwischen 8 bis 40 Tage lang besuchen alle Verwandte, Freunde, Bekannte und andere Mitmenschen die Hinterblieben und geben ihnen so das Gefühl der Geborgenheit. Und das ist etwas, das heißt, diese Todesfälle gibt es überall, aber der Umgang mit dem Tod ist unterschiedlich. Darf ich Sie fragen, wie war bei Ihnen zu Hause? Mehr links oder rechts? Das ist nicht politisch gemeint, ja, hier. Jawohl. So. Eindeutig, so wie es in Deutschland üblich ist. Alleine, schwer. 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 Und wie war für Sie dann? Wie oft sind Sie so zum Friedhof gegangen als Kind? Ach was, diese Verbrennung ist nicht anderes, ich will nicht, noch höher. Unbekannt gestellt. Interessant. Ich möchte jetzt heute auch an die Verstorbenen, obwohl die unbekannt verstorben sind, auch heute denken dann und ihnen ein Kompliment machen, dass sie so offen darüber sprechen. Das war ein ganz gutes Beispiel, dass sie sehen, dieser Bereich, das in uns angelegt wird, wie in Deutschland tabuisiert wird und leider nach meinen Untersuchungen deutsche Ärzte und Psychotherapeuten, Psychologen können Patienten dieser Art nicht machen. Diese Rückführung ist keine Aufarbeitung dieser Bereich da, diese Reinkarnation, sondern zu diesem Bereich gehört überhaupt Sinnfragen. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und ich muss Ihnen immer sagen, bei Rückführung bitte seien Sie sehr vorsichtig. Und das kann, ich habe als Psychiater so viele Ärzte, besonders Psychologen gesehen, die dann auch akute Psychose entwickelt haben. Ich habe, deshalb möchte ich Ihnen diese Situation erzählen, weil bei Reinkarnation ist ein völlig ein anderes Element ist, als man mit dem vierten Thema mit dem Tod sich beschäftigt. Ich wollte diese Beispiele bringen, liebe Anwesende, damit Sie sehen, dass nachher bei Familientherapie, bei Therapie der psychosomatischen Patienten, wie wichtig ist, immer diesen Faktor berücksichtigen. So, und zwar, die Sache sieht so aus. Von 44 Faktoren, als erste Ursache ist Thema Tod bei Psychosomatik. Zweitens ist Trennung, Scheidung. Das ist auch etwas Todes, wissen Sie? Das hat auch damit zu tun. Da. Und Umzug. Bei deutschen Patienten immer nach Hausbau fragen dann. Hausbauen führt zu Isolierung, Sozialisierung, was kostet auch in Deutschland viel. Man muss ungeheure Zeit aufwenden, Kontakte kommen zu kurz. Und dann ist auch ein Stück Verlust ist dabei. Und dann drittens ist der berufliche Bereich. Und viertens ist die Gesundheit, die spielt eine Rolle. Und die anderen Sachen sind Untergruppen von diesen Sachen. Also als erste, zweite, dritte, vier Faktoren müssen wir berücksichtigen. Ja, jetzt wollten wir gemeinsam trainieren. Wenn diese vier Bereiche nicht ausgeglichen sind, dann kommen viel Fluchtreaktionen. Flucht in die Krankheit, Flucht in die Arbeit, viel Beschäftigungen dann dabei. Man macht dann den ganzen Tag arbeitet, am Wochenende will mit der Gartenarbeit machen und so. Dann kommt die dritte Dimension kommt wieder zu kurz dann dabei. Ja? Weil leider in Deutschland muss man alles selbst machen. Erstens ist es zu teuer, zweitens keine Arbeiter findet man richtig dabei. Und dann drittens ist Flucht in die Geselligkeit bei Orientalen, Flucht in Einsamkeit bei Deutschen, dass man sich zurückzieht. Und viertens Flucht in die Fantasie.
durch die Flucht in die Fantasie kommt dann, dass der Betreffende keine Alternativmöglichkeit findet, hoffnungslos, das Ergebnis Angst. Wenn jemand Angst hat, zieht sich zurück, soziale Isolierung, dann kommt zu Depression. Dann geht dann zu hier, entweder arbeitet man zu viel oder dann zu wenig, dann beides, Überforderung, Unterforderung, Stress. Und dann kommen die Risikofaktoren, die wir haben, wie diese fünf Risikofaktoren. Alkohol, Drogen, Rauchen, Übergewicht, Untergewicht, Bewegungsmangel, emotionaler Stress. Emotionaler Stress ist das zum Beispiel, wie geht es Ihnen? Na ja, man lebt. Ja. Sind Sie mit Ihrer Frau zufrieden? Na ja, was soll ich denn sonst machen? Ja. Also immer, er ist so beteiligt, immer die hässlichen Füße sind da. Aber dankbar zu sein, dass man einen Partner hat, ja, zu zweit ist, was man zusammen bewältigen konnte, was man alleine nicht schafft, das kommt nicht in den Sinn. Dann, ja? Emotionaler Stress. Ja, jetzt machen wir Übung und das machen wir schon im ersten Interview mit Patienten. Jetzt machen wir ein Diagramm, machen Sie bitte, horizontal und vertikal. Bitte, machen Sie mal so, wie das steht. Und da oben schreiben Sie Körper, Gesundheit, links Leistung, Beschäftigung, Arbeit und drittens Kontakt. Und viertens Fantasie Zukunft. Zur Zukunft gehört immer nahe Zukunft und ferne Zukunft an. Und teilen Sie bitte in 100 Einheiten. 25, 50, 75 und 100 Einheiten. Bei allen. Wir gehen davon aus, dass diese Bereiche sind in uns angelegt als Fähigkeiten, müssen später durch Kultur zu Fertigkeiten kommen und muss bei jedem Bereich etwa 100% Energieeinheit besitzen oder besetzt werden. 25, 50, 75, 100 Energieeinheit. Das ist nicht Zeiteinheit in erster Linie, sondern Energieeinheit. Toll. Wir gehen davon aus, ein Therapeut, ob Arzt, Psychiater, Psychologe, Familientherapeut, kann dem Patienten erst helfen, wenn er diese vier Bereiche der Emotionalität beherrscht, das habe ich vorher erklärt, und weiß, wie diese vier Bereiche bei ihm, vier Qualitäten angelegt sind und wie er selbst entwickeln kann. Dann kann er auf Patienten eingehen, dann richtig. So, fragen Sie sich mal bitte erst ganz ehrlich, wie viel Energie investieren Sie für Ihre Gesundheit? Sind Sie mit Ihrem Aussehen zufrieden? Sind Sie mit Ihrem Gewicht zufrieden? Zu viel oder zu wenig? Wie Schlaf-Wach-Rhythmus, Körperkontakt, Ästhetik, Athletik, Gesundheit, wenn Sie krank sind, wie oft gehen Sie zum Therapeuten, Arzt dann zum Beispiel, oder versuchen Sie alles selbst machen? Ankreuzen. Als Beispiel, ich kann jetzt nicht zeichnen, weil ich möchte nicht die Sache runterziehen. Dann ankreuzen, sage ich mal, etwa zwischen 25 bis 50 ankreuzen dann, ja, wo sie etwa sind. Ja, wie viel Energie ich investiere und ja. Bemühe, oder wenn es ja. Einfach von selber in Ordnung ist? Aber ich muss doch jeden Tag für meine Ästhetik was machen. Von selbst aus, für meine Athletik muss ich doch immer was machen, wenn ich das gutes Essen sehe und so, ja? Ob ich dann sowas da. Man kann auch mit von 100 ausgehen. Ich habe auch ein anderes Bild mit 100. Aber hier ist für unsere Arbeit praktischer, wenn Sie sagen, jeder Bereich 100. Und dann zusammen 400. Ja? Jawohl. Ja. So, jetzt ankreuzen, wie viel Sie Energie für Ihre Leistung, für Ihre Arbeit, Tätigkeiten zu Hause oder auch im Geschäft, Praxis und so, spielt keine Rolle. Viele sagen zu mir, das ist zu klein, das muss noch erweitert werden. Ja. Und also machen Sie mal zum Beispiel, wenn bei Ihnen der Fall ist, etwa 100, wie viel Sie Energie investieren. Das heißt Energie, was die Arbeit ich nach Hause nehme, erledigen, oft unbearbeitet bringe ich wieder zurück dann.
Ja, und nachher, alles, wie viele Beschäftigungen ich habe, alles ist wichtig, ankreuzen dann. So, wie viel Energie nehmen Sie für Kontakt? Kontakt gehört Beziehung zu Partner, zu Kindern, zu Eltern, Geschwister und zu Mitmenschen und Menschen aus anderen Kulturen. Alles Kommunikation. Und wie oft laden Sie Ihre Arbeitskollegen zu Hause ein? Wir haben zum Beispiel in Südamerika eine Untersuchung gemacht. Etwa 74% haben regelmäßig ihre Kollegen zu Hause eingeladen. Was meinen Sie, in Deutschland ist das etwa? 10%. Wie viel? 4%. Und das ist etwas, wir verlieren bei Pensionierung. Entlastung, Depression kommt, wenn man vorher nicht sich damit beschäftigt hat, mit seinen Arbeitskollegen nicht eine positive Beziehung entwickelt hat. Ich habe eine Beziehung gesagt, ein Mann vom Sozialministerium war bei uns, ein guter Arzt, wirklich hat gearbeitet im Leben und hat eine starke Entlastung, Depression bekommen. Ich habe gesagt, gehen Sie manchmal auch dort, wo Sie gearbeitet haben, im Ministerium. Ich sagte, ich will die Leute nicht mehr sehen. Ja? Ich habe mit ihm wochenlang gearbeitet, hat, wie er wieder Beziehung zu Kollegen entwickelt hat. Langsam, langsam, wie mit einem Baby haben wir gearbeitet. So musste dann die Sache besetzt werden. Mobbing-Probleme kommen nur, weil man nicht so Gäste, Kollegen zu Hause einlädt. Ja, wir kommen nachher auf diese, bei Hypnose und so muss man auf die Sache eingehen. Bitte schön. Ja, das ist doch Arbeit. Das ist, habe ich gesagt, zwei Arten. Einmal Tätigkeiten draußen oder zu Hause. Aber wichtig ist, ob die Frau damit zufrieden ist. Ja, es gibt Frauen, die arbeiten, sind unzufrieden, weil die Schuldgefühle haben den Kindern. Wenn die zu Hause sind, dann haben das Gefühl versäumt haben im beruflichen Bereich. Also diese Integration nachher muss das herbeigeführt werden. Die Hausarbeit, die Rolle als Hausfrau in unserem Ansatz ist ungeheuer wichtig. Aber wenn die vier Bereiche ausgeglichen sind, sonst dann nachher viele Trennung und Scheidungswünsche kommt, wenn der Mann pensioniert wird, dann kommen Aggressionen dann auch durch. So, jetzt Kontakt zum Beispiel ankreuzen etwa bei 25% oder 50%, was Sie machen dann. Ankreuzen Sie dann. So, jetzt machen Sie mal, sind Sie ein Optimist oder Pessimist allgemein? Zum Beispiel, was denken Sie über die Zukunft Ihrer Familie, Zukunft Ihres Landes, Zukunft der Menschheit? Das ist alles gehört zu weite Zukunft. Was denken Sie über den Tod? Was denken Sie über Leben nach dem Tod? Sprechen Sie über solche Sachen da. Wenn nicht viel, dann machen Sie bei 25 ein Kreuz und sowas da. Ja. Und jetzt bitte versuchen Sie mal, das miteinander zu verbinden. Diese, so, so wie diese hier, dann geht das so. Ja. Das ist dann, was ist das? Ja, das ist Fantasie hier. Hier Leistung, als Beispiel hier und hier. Das würde ein Bild so sein, etwa wie diese. Oh, Verzeihung. Hier, einfach da. Das heißt, wir werden sagen, der Betreffende wird nicht krank oder steht unter Stress, weil zu viel gearbeitet hat, weil die anderen Bereiche zu kurz gekommen sind. Diese nicht erlebten Bereiche machen Angst, Depression und Risikofaktoren, die dann nachher auf Arbeit Einfluss hat. Entweder versuche ich noch mehr zu arbeiten oder langsam kommt dann eine Art, dass man innere Kündigung macht, arbeitet, aber kommt nichts raus, ja, in dieser Art. So, jetzt machen Sie ein Bild. Wie möchten Sie das Bild in den nächsten 3 bis 5 Jahren haben? Machen Sie mit Pünktchen da, verbinden Sie miteinander. Toll, sie hat doch schon gemacht, jawohl. Ja. Das ist für uns wichtig, dass der Patient im Erstinterview selbst das macht. Wissen Sie, das sind die wieder Knöpfe, die er hat, dass sie, aha, in welche Richtung wird der Therapeut mit mir arbeiten dann. Das spielt keine Rolle, das ist keine Rolle, ob der Gestalttherapeut ist, Hypnose-Therapie macht oder Tiefenpsychologie macht oder dann nachher psychiatrisch behandelt. Wichtig ist, dass der Patient erkennt, wo befinde ich,
dass meine Krankheit einen Sinn hat, dass meine vier Bereiche wieder in Balance kommen. Das ist ja. Und jetzt sprechen Sie mit Ihren Nachbarn etwa 5 Minuten darüber, welche Erfahrung haben Sie gemacht. Zeigen Sie mal das Bild danach. Ja, ja, zeigen Sie mal das Bild. Frage kommt, können Sie die vielleicht wiederholen für die Aufnahme? Ja, mache ich. Ne? Sagen Sie mir dann. Ja. Sehen Sie mal. Liebe Freunde, das, was Sie aufgezeichnet haben, ist sehr wichtig. Gucken Sie mal, so in dieser Art. Ist wer soll wird. Das heißt, das Ich-Ideal wird herauskristallisiert. Am besten ist, wenn Sie mit verschiedenen Farben machen, wie Sie das gemacht haben. Wenn Sie zu Hause Zeit haben, machen Sie das gleiche Bild, ich meine, passend zu Ihrem Partner. Wie ist bei meinem Partner? Und hier machen Sie unter Mutter und Vater. Familienstammbaumkonzept wird auf diese 4 Bereiche herausgestellt. Und das ist für Familientherapie, also positive Familientherapie, sehr wichtig, dass Sie sehen, erst wo die Gemeinsamkeiten sind und dann nachher die wissen, aha, welche Entwicklungsmöglichkeiten die haben. Gucken Sie sich mal an, wie die sich das gemacht hat. Gucken Sie sich mal an. So farbig. Und das wird ins Schlafzimmer an die Wand gebracht. Ja. Und, ja, weil man täglich Tag und Nacht dann wahrnehmen kann. Das ist auch ein bisschen ruhig ist, insgesamt, ja. Und kann man wahrnehmen. Und die sind Dinge, die wir dann nachher in der Hypnose, in Entspannungssachen applizieren dabei. Deshalb habe ich dann etwas später mit dem Thema begonnen. Ja. Und zwar, das machen wir in dieser Entspannung dann so. Darf ich Sie mal bitte mal zu mir kommen hier? Wir machen dann das, was wir machen dann, es wird immer mit bestimmten praktischen Sachen geübt dann. Schauen Sie mal, nehmen Sie mal diesen Stein. Jawohl, bitte sehr. Diesen Stein. Wenn Sie diesen Stein einfach so reinwerfen und hier Wasser ist, was passiert, wenn Sie so machen? Das spritzt mir bis hier oben her. Wunderbar. Spritzt dann wieder hoch. Wenn Sie aber das so nehmen und so reinwerfen, was passiert das? Springt er so. Wunderbar. Das bedeutet, dass dieser Stein hat nur die Oberfläche des Wassers berührt und geht langsam dann wieder tief. Aber beunruhigt nicht das. Genauso ist, wir wollen zeigen, dass die Probleme des Alltagslebens soll uns berühren, aber an der Oberfläche. Die tieferen Schichten sollen ruhig bleiben. Und wir erreichen durch das Balance-Modell. Können Sie damit etwas anfangen? Indem wir diese 4 Bereiche in Gleichgewicht bringen, dann Probleme würde uns berühren, aber würde uns nicht aus der Fassung bringen dann dabei, ja. Ja? Rautlos machen, ich bin fix und fertig, sowieso, ob Todesfälle war oder familiäre Probleme oder berufliche oder Gesundheit. Die wird mich berühren, aber ich kann ganz anderes umgehen, wenn diese 4 Bereiche ausgeglichen sind. Mhm. Können Sie damit etwas anfangen? Theoretisch, ja. Theoretisch. Und wie ist manchmal das? Ist das Umsetzen in die Praxis ein bisschen schwierig. Ja, wie ist das mit dem Stein dann? Sie, wenn jemand immer Probleme hier ganz nahe in berühren, also ich nah, bedeutet, der Stein wird nah geworfen. Aber, muss aber lernen, manchmal, ein bisschen ferner zu werfen dann. Ja, manchmal finde ich es aber auch ganz gut, nass gemacht zu werden. Also, Sie meinen, manche mögen es heiß. Nass, in dem Weise, ja. Also, ja. Es kommt, ja es das werden Sie auch da, aber in einer Art, eine angenehme Art dann. Mhm. Ja. Aber der Betreffende kann auch dann in das Naherleben, aber wenn das für den Betreffenden Problem ist, dann muss man zeigen, wie man die Sache etwas weiter werfen kann dann. Ja, ja? Genau. So. Ein Applaus für Sie. Ja, danke schön. So, jetzt, nachdem wir das durchgeführt haben, kommen wir zu dem 3. Bereich, wo wir dann jetzt nachher das einsetzen. Das sind die 5 Stufen,
der Konfliktbewältigung. Diese fünf Stufen haben viele, viele Funktionen. Erstens, verschiedene therapeutische Methoden können miteinander arbeiten. In erster Stufe zum Beispiel, wenn Sie gestalttherapeutisch orientiert sind, können Sie das einbringen. In der zweiten Stufe mehr Verhaltenstherapie, Inventarisierung. Ich werde auch kurz darstellen. In der dritten Stufe machen wir Entspannungsmethoden, Hypnosen, Medikamente. Alles gehört in der dritten Stufe dann. Vierte Stufe ist Verbalisierung, wo wir tiefenpsychologische Methoden, analytische Methoden in verschiedene Formen, Familientherapie, Gruppentherapie, Psychodrama und so erarbeiten können. Und die fünfte Stufe ist Zielerweiterung, wo Sie existenzial-analytische Ansätze wie von Viktor Frankl, von C.G. Jung und andere Kunkel und so weiter einbeziehen können, Zukunftsperspektive. So ist möglich, dass verschiedene therapeutische Richtungen endlich mal zusammenarbeiten. Ich habe Ihnen erklärt, 15% Patienten sind geheilt und zufrieden mit dem Psychotherapeuten nach der Behandlung. Warum? Weil jeder sagt, meine Schule, meine Richtung, meine Sache. Ich will Ihnen aus bestimmten Zeitgründen nicht viele Beispiele bringen. Vielleicht bei der Diskussion kommen wir darauf zurück. Aber jetzt dann, wie geht man mit den Patienten um? In erster Stufe, Patient bringt dann seine Symptome, Beobachtung. Ich höre zu. Dann mache ich dann nach etwa 10 Minuten positive Deutung. Das heißt, versuche ich positive Anteile herauszuholen bei dem Betreffenden in seinem Krankheitsbild, Magersucht zum Beispiel, die Fähigkeit, mit wenig Essen auszukommen, die Fähigkeit, sich an dem Hunger der Welt zu orientieren. Dann bringen wir passende Sprachbilder. Wenn jemand Bandscheibenleiden hat, sagen wir, was halten Sie von dem Spruch? Vom Schicksal gebeugt, ja, das Gesicht zu bewahren. Wir haben in meinem neuen Buch Psychosomatik, Psychotherapie, habe ich 40 Krankheitsbilder von Haarausfall bis Fußpilz systematisch dargestellt, wo Sie für jedes Krankheitsbild auch Sprachbilder haben und Geschichten haben und dann einen Fragebogen in diese vier Bereiche, wie Sie mit Patienten arbeiten. Und dann bringen wir, wenn es geht, Beispiele aus anderen Kulturen. Wenn zum Beispiel jemand Depression hat, dann sagen wir mal, Depression ist die Fähigkeit, mit tiefster Emotionalität zu reagieren. Dann bringen wir bestimmte Sprachbilder, die damit verbunden sind, und erklären wir, dass in Deutschland man depressiv wird durch Einsamkeit, soziale Isolierung, in Orient depressiv wird durch zu viel Kontakte. Also diese Sache wird dem Patienten bewusst gemacht. Wir fragen bei Patienten schon in erster Stufe, sind Sie im Ausland gewesen? Was hat Sie angesprochen? Was ist Ihnen aufgefallen? Also die Beobachtung, Distanzierung durch diese positive Deutung, Beispiele aus anderen Kulturen und Sprachbilder kommt zu etwas Distanzierung. In zweiter Stufe zeigen wir dem Patienten das Bild, dieses Bild, Modell, und erklären wir etwa 5 Minuten, das wie ich vorhin gemacht habe, und sagen wir, was ist in den letzten 5 Jahren auf Sie und Ihre Familie zugekommen? Nennen Sie mir bitte mindestens 10 Punkte, gesundheitlich, beruflich, partnerschaftlich und Todesfälle, ob Sie gehabt haben. Das wird dann angesprochen. Aber wir haben festgestellt, die Mikrotraumen sind wichtig. Viele, nach dem Motto, jeder Tropfen höhlt den Stein, die sich summieren dann dabei. Patient sagt dann schnell, komme spontan raus, ich schreibe das und dann nachher mache ich chronologisch dann, wann das gewesen ist, 12 Punkte. In der dritten Stufe, situative Ermutigung, fragen wir den Patienten, in wie viel diese Punkte haben Sie bearbeitet, wo Sie 12 Punkte genannt haben? Wie haben Sie gemacht? Was haben Sie gelernt? Und dann machen wir diese, was Sie gemacht haben vorher, horizontale, vertikale, damit der Patient seine Tragfähigkeit feststellt und weiß auch, wie bis jetzt mit Konflikten umgegangen ist. Und in vierter Stufe fragen wir, welche dieser Punkte sind noch offen für Sie?
Nennen Sie bitte drei Punkte, die Sie mit mir bis nächste sechs Wochen bearbeiten wollen, um die präsuizidale Probleme aufzufangen und nicht Analyse der Vergangenheit machen oder Musiktherapie oder Hypnose sowas machen, was jetzt nicht zur aktuellen Sache gehört. Und fünfte Stufe fragen wir immer, was würden Sie machen, wenn Sie diese Probleme bearbeitet haben? Was machen Sie, wenn Sie keine Probleme mehr haben? Und was möchten Sie machen für diese vier Bereiche in den nächsten 3 bis 5 Jahren? Also schon im ersten Interview wird eruiert. Was möchten Sie für Ihre Gesundheit machen? Oh, ich möchte abnehmen, ich möchte ein bisschen Sport treiben. Welchen Sport? Das wird genau aufgeschrieben. Beruflich möchte ich etwas ändern. Familiär möchten wir umziehen, dann sowieso. Und dann möchte ich auch, die Frage lautet hier, was möchten Sie, wenn Sie gesund sind, für Ihre Familie, für Ihr Land, für Kultur und für den Weltfrieden verwirklichen? Für diese Probleme, die wir in der Welt haben. Wir haben eine Liste von diesen Problemen und sagen mal, welche dieser Probleme besonders möchten Sie sich später engagieren? Es ist sehr interessant, was rauskommt in Fantasie des Patienten, wenn man das anspricht. Wenn wir das gemacht haben, bringen wir den Patienten in einen anderen Raum und geben wir die Aufgabe, bitte schreiben Sie jetzt dann, alles wird in der Praxis oder Klinik gemacht, schreiben Sie mal bitte auf über die erste Stufe, welche Beschwerden Sie gehabt haben, wo waren Sie in Behandlung, etwa 2 Seiten. Und dann schreiben Sie über diese 12 Punkte, die Sie mir genannt haben, eine 1/2 Seite für jeden Punkt. Also der Patient schreibt etwa 8 bis 10 Seiten und geht dann erst weg. Und dann hole ich ihn dann nachher nochmal in mein Zimmer, besprechen wir dann etwa 5 Minuten. Das ist interessant, dass dieses Aufschreiben ist eine Resonanzdämpfung des Affektes, was man besonders durch Hypnose und so weiter, autogenes Training, wie Schulz genannt hat, erreichen kann. Und der Patient ist motiviert und wir fragen, was hat sie heute angesprochen bei Patienten, bevor er weggeht. Und steht auf, tabellarisch an dieser Tafel schreibt, was war für ihn wichtig. Es ist sehr interessant, wie der Patient dann schon nach dem ersten Interview die therapeutische Rolle für sich und seine Umwelt wahrnimmt. Deshalb heißt positive Psychotherapie, dass solche Positionen bekommt dann, und dann bekommt bestimmte Aufgabe, eine Geschichte bekommt danach und geht dann nach Hause, bis zum nächsten Mal kommt. Und dann nachher fangen wir dann mit den Entspannungsmethoden an, was ich Ihnen jetzt kurz erzählen will. Ich möchte, bevor ich jetzt dann jetzt mit der mit bestimmten hypnotischen Sachen beginne, darstelle und wann wie appliziert wird, haben Sie noch welche Fragen? Dass wir es das bearbeiten und dann gehen wir tiefer. Bitte schön. Das ist dann in diese Sprachbilder, wo ich sagte, wir geben dem Patienten 10 Sprachbilder zu seiner Krankheit. Wir sagen, lesen Sie mal das vor. Und was hat Sie Besonderes angeschaut? Das Gesicht bewahren gehört auch dazu. Vollkommen richtig. Aber nachher ist sehr interessant, ist, bei Bandscheibenproblemen ist über 100% ist Leistung und die anderen 3 Bereiche kommen zu kurz dann, der Betreffende. Der Mann sind meistens Probleme in der Partnerschaft, dann Probleme mit Gesundheit allgemein, weil man keine Zeit hat, damit auch umzugehen. Es macht Urlaub oft, aber nicht dann diese Alltagsprobleme richtig zu genießen. Und dann Probleme haben die Bandscheibenprobleme Patienten mit Zukunft, mit dem Sinn des Lebens. Thema Tod ist ein ganz wichtiger Faktor, weil die nicht gelernt haben, Trauer zulassen. Wir sagen trauerlose Weinen. Ja, der kann nicht weinen dann. Und da kann man wunderbar durch diese Sache, was auf sie zugekommen ist, auf diese Bereiche, das erfassen dann. Deshalb darf man mit diesen Patienten nicht vorher Entspannungen und Hypnose machen, bevor man nicht 2 Sitzungen das gemacht hat und dann können sie einsteigen dann. Ja?
Übrigens, mein Sohn, der auch Psychiater und Psychotherapeut ist, hat seine Doktorarbeit über Bandscheiben gemacht und psychosoziale Sache. Wenn Sie, in diesem Buch habe ich ausführlich gebracht, dann Bandscheiben und auch ein Fragebogen haben wir, wie man mit den Patienten diese vier Bereiche nachher in der Behandlung eruiert, dann bearbeitet dann. Sie brauchen jede Sitzung zwei Fragen nur mit den Patienten durcharbeiten da. Nach etwa 3 Monaten haben Sie alle diese Bereiche erfasst dann. Und dann kommen natürlich Trainingsübungen dabei. Bitte schön. Ich hatte noch diese Einfrage bei Rheuma. Haben Sie in dem Buch beschrieben, dass da die Zellenfragen in Frage kommen, wie bei Bandscheiben? Ja, ja, wissen Sie, weil die beide Rheumatiker, die Bandscheibe ist auch eine Form von Rheuma. Wir haben 14 Formen von rheumatischen Erkrankungen. Da ist auch dann immer sich zusammennehmen. Während der Bandscheibe-Patient mehr sich opfert für Objekten, für Sachen und Arbeit und so, die Rheuma-Patienten opfern sich für Mitmenschen, für bestimmte Leute. Das ist doch, aber im Grunde genommen geht es in die gleiche Richtung. Ja. Das können Sie diese Sache machen. Aber es steht auch ein bisschen unterschiedliche Fragen, steht auch dann bei den Spruchweisheiten. Und, aber Fragebogen ist ziemlich gleich. Weil beides gehört zum rheumatischen Kreis dann. Nochmal, bitteschön. Das Buch? Ich habe die Frage. Alle. In diesem Buch sind hier, in diesem Buch ist das, als Buch ist bei Springer Verlag erschienen, aber als Taschenbuch bei Fischer Verlag ist genau wie hier. Und bei jedem Krankheitsbild haben Sie einen Fragebogen. Ich möchte Ihnen eins zeigen dann. Das ist zum Beispiel Asthma. Jetzt haben Sie hier diese Fragebogen hinsichtlich dabei. Dann können Sie bei Patienten 2 Fragen in einer Sitzung nicht mehr bearbeiten. Da haben Sie alle Bereiche da. Das Buch heißt Psychosomatik und positive Therapie, transkulturelle und interdisziplinäre Ansatz am Beispiel von 40 Krankheitsbildern. Von Haarausfall bis Fußpilz, ja. So, alle Krankheiten haben wir unter diesem Gesichtspunkt dargestellt. Das macht mir Spaß, weil bei jedem Krankheitsbild haben wir passende Geschichte. Sprachbilder, die wir jetzt werden wir auch nachher üben, dann einbringen. Dann. Und das Patient will nach Hause. So. Wenn wir, liebe Freunde, das praktiziert haben, das heißt, erst Interview gemacht und dann nehmen wir ein Problem des Patienten an und dann schreibt der Patient über dieses Problem, zum Beispiel Probleme in der Partnerschaft oder Todesfall, weil genauer nochmals, wann war. Und dann nachher sehen wir diese mit 4 Bereichen, welche zusammenhängen. Und dann applizieren wir das in verschiedene Entspannungsmethoden. Ich kann natürlich aus Zeitgründe Ihnen nicht zeigen, aber ich habe viele Bücher durchgearbeitet für Sie, weil wir im Rahmen der Weiterbildung davon Gebrauch machen, haben Kollegen viel davon, weil sie ein gesamte Überblick haben. Wenn Sie das Buch, solche Bücher kaufen wollen, heißt das Der Mensch in Entspannung von Wiesenhüter. Auch kommt einige Ansätze und Professor Langen, der leider vor ein paar Jahren gestorben ist, er hat in dieser Richtung viel geleistet. Ich darf mal Ihnen kurz nochmals vorstellen. Erstens sind diese asiatische Formen von Autohypnose. Ist es hier das archaische Formen der Autohypnose? Das ist mehr in asiatischen Ländern. Selbstversenkungsmethoden, ethnische Kulturen, die bei Schamanen durchgeführt wurde, auch autohypnotische Bedeutung gehabt hat. Und zwar, die Methode der Selbstversenkung als autohypnotische Technik lässt sich in ihren Vorstufen bis zu den Zaubertänzen
und Magie zurückverfolgen. Diese werden als Vorläufer der späteren Schamanen angesehen, denen wir noch heute in den ethnischen Kulturen begegnen. Die Schamanen bedienen sich bei der Verrichtung ihrer ärztlichen oder priesterischen Funktionen einer Selbstversenkung, weshalb von Fachleuten als spezielle Methoden eine archaische Ekstase angesehen wird. Die Sache in dieser Entwicklungsstufe haben viele Vorteile gehabt, aber heute wissen wir, das war nicht wissenschaftlich erarbeitet. Alle diese für die traditionsgebundenen, primitive Kulturen typische Formen der Ekstase haben autohypnotische Zustände zum Ziel. Die Methoden sind entsprechend der Kulturstufen wenig durchgebildet. Zweitens kommen die asiatischen Meditationen wie Yoga, taoistische Meditationen. Hier, die erste ist der Yoga selbst, beziehungsweise Methoden, die mit der Yoga zusammenhängen, der insbesondere in Tibet vorkommen und die stärksten archaischen Elemente aufweist, wie das aus der vorbuddhistischen Zeit stammenden Zaubersprüchen genannte Mantra, deren bekanntesten ist das zum Beispiel Om Mani Padem Hum, O Grund im Lotussamen dargestellt wird. Da spielen auch sehr viele religiöse Elemente, meditative Ebene eine Rolle. Die zweite Reihe von asiatischen Meditationen hat zwar auch letztlich seine Wurzel im Yoga, ist aber wesentlich stärker von der buddhistischen Versenkung beeinflusst, wie etwa die taoistische Meditation und das Zen, die sich dann in dieser Art bemerkbar machen. Die wird auch von Professor Langen, der in dieser Richtung sehr viel Untersuchung gemacht hat, wird auch kritisch die Sache beobachtet, vor allem wenn man das auf das Abendland überträgt, ohne sich dann mit den philosophischen Gedanken des asiatischen Landes beschäftigt. Da. Die dritte ist da, die christliche Meditationen, wir sehen von Augustinus, Benedikt von Nursia, Thomas von Aquin, Meister Eckhart, die auch dann dementsprechend versucht haben, diese Methoden entsprechend der christlichen Meditation weiterzuentwickeln. Was uns dann besonders in unserer Arbeit beschäftigt, ist dann die vierte und fünfte und dann sechste und siebte Form kommt dazu. Das ist dann die passiv-autohypnotische Verfahren, Kue, Mesmer und später Stockwitz, Kretschmer und Kirchner haben in diese Richtung viel beigetragen, dass der Patient eine Art bekommt autogenes Training, aber nachher wird ihn mit Hypnose verbunden, sodass dann er Betreffende kann autohypnotisch davon Gebrauch machen. Viele von Ihnen kennen diese Methoden. Nächste ist die aktiv-autohypnotische Verfahren, die jetzt sehr viel an Bedeutung gewonnen haben. Das ist die progressive Relaxation, die Muskelentspannung, das autogene Training, die aktive Tonusregulation, die aktive gestufte Hypnose nach Langen und Kretschmer. Und zwar, während die tiefen Psychologen völlig dagegen waren, Professor Langen hatte dann mit Kretschmer entwickelt, wie man tiefen Psychologie mit diesem autohypnotischen Verfahren verbindet. Deshalb spricht von zweigleisige autohypnotische Zustände, indem man auch bei Patienten seine Daten eruiert und dann nachher versucht dann in diese, wie Professor Schulz gemacht hat, als Leitsätze in diese Situation einbringen. Diese progressive Muskelentspannung habe ich auch in diesem Buch ausführlich dargestellt, das autogene Training und aktive Tonusregulation ist, dass die einzelnen Organe von Stockwitz noch intensiver angesprochen wird und die gestufte aktive Hypnose
ist das, wo man zweigleisig oder ich sage nach unserem Modell dreigleisig, indem man mit Geschichten und mit den vier Bereichen verbindet dabei, dann kann eine optimale Sache für Patienten erreicht werden. Die nächste ist dann Erikson-Methode, die Sie alle gut kennen, brauchen Sie nicht von mir jetzt dann informiert zu werden, lässt sich sehr gut auch anhand dieser Beispiele mit bestimmten Lebenssituationen aktivieren und den Patienten applizieren. Und die siebte Haltung ist, wie wir die Geschichten ganz gezielt in unsere Arbeit einbeziehen, A, vor der Hypnose Entspannung und einmal innerhalb der Hypnose. Darf ich Sie mal bitten zu kommen? Und zwar, wir brauchen etwa 20 Personen, kommen Sie bitte hier, etwa 20 Personen, einfach hier. Noch ein paar, dann können Sie ruhig kommen, dann. Das tut nicht weh. Ja, das ist ja. Obwohl Schmerzen auch positive Aspekte haben, ja? Für den Masochisten auf jeden Fall. Für den Masochisten auf jeden Fall. Und zwar, Sie sind so nett, wir alle sind aufmerksam. Wir hören zu, wenn die Geschichte vorgelesen wird. Und dann denken Sie mal, was Ihnen in den Sinn kommt. Wir wollen dann dementsprechend symbolisch uns verhalten. Und sehen Sie mal, wie man diese Geschichte nach dem ersten Interview den Patienten gibt oder in eine Gruppentherapie besonders einbezieht dann dabei. Darf ich Sie mal bitten? Von hier bis hier. So, er hat gestern eine Geschichte sehr schön vorgelesen. Das ist die positive Fähigkeit von Ihnen, habe ich dann ins Gedächtnis. Deshalb habe ich ihn gebeten, heute diese Geschichte, eine andere Geschichte vorzulesen. So, bitteschön. Eine Geschichte auf den Weg. In der persischen Mystik wird von einem Wanderer erzählt, der mühselig auf einer scheinbar endlos langen Straße entlang zog. Er war über und über mit Lasten behangen. Ein schwerer Sandsack hing an seinem Rücken. Um seinen Körper war ein dicker Wasserschlauch geschlungen. In der rechten Hand schleppte er einen unförmigen Stein, in der linken einen Geröllbrocken. Um seinen Hals baumelte an einem ausgefransten Strick ein alter Mühlstein. Rostige Ketten, an denen er schwere Gewichte durch den staubigen Sand schleifte, wandten sich um seine Fußgelenke. Auf dem Kopf balancierte der Mann einen halb faulen Kürbis. Bei jedem Schritt, den er machte, klirrten die Ketten. Ächzend und stöhnend bewegte er sich Schritt für Schritt voran, beklagte sein hartes Schicksal und die Müdigkeit, die ihn quälte. Auf seinem Weg begegnete ihm in der glühenden Mittagshitze ein Bauer. Der fragte ihn: »O, müder Wanderer, warum belastest du dich mit diesen Felsbrocken?« »Zu dumm«, antwortete der Wanderer, »aber ich hatte sie bisher noch nicht bemerkt.« Darauf warf er die Brocken weit weg und fühlte sich viel leichter. Wiederum kam ihm nach einer langen Wegstrecke ein Bauer entgegen, der sich erkundigte. »Sag, müder Wanderer, warum plagst du dich mit dem halbfaulen Kürbis auf dem Kopf und schleppst an Ketten so schwere Eisengewichte hinter dir her?« Es antwortete der Wanderer: »Ich bin sehr froh, dass du mich darauf aufmerksam machst. Ich habe nicht gewusst, was ich mir damit antue.« Und er schüttelte die Ketten ab und zerschmetterte den Kürbis im Straßengraben. Wieder fühlte er sich leichter. Doch je weiter er ging, umso mehr bemerkte er, umso mehr begann er wieder zu leiden. Ein Bauer, der vom Feld kam, betrachtete den Wanderer erstaunt. »Oh, guter Mann, du trägst Sand im Rucksack. Doch was du da in weiter Ferne siehst, ist mehr Sand, als du jemals tragen könntest.«
Und wie groß ist dein Wasserschlauch, als wolltest du die Wüste Kavir durchwandern? Dabei fließt neben dir ein klarer Fluss, der deinen Weg noch weit begleiten wird. Dank dir, Bauer, jetzt merke ich, was ich mit mir herumgeschleppt habe. Mit diesen Worten riss der Wanderer den Wasserschlauch auf, dessen brackiges Wasser auf den Weg versickerte, und füllte mit dem Sand aus dem Rucksack ein Schlagloch. Sinnend stand er da und schaute in die untergehende Sonne. Die letzten Sonnenstrahlen schickten ihm die Erleuchtung. Er blickte an sich herab, sah den schweren Mühlstein an seinem Hals und merkte plötzlich, dass der Stein es war, der ihn noch so gebückt gehen ließ. Er band ihn los und warf ihn, soweit er konnte, in den Fluss hinab. Frei von seinen Lasten wanderte er durch die Abendkühle, eine Herberge zu finden. Toll. Ein Applaus für ihn. Bravo. Zu schnell. Und zwar, jetzt darf ich Sie bitten, aufzustehen und dementsprechend hier in diesem Saal hier vorbeigehen, symbolisch sich an diese Geschichte orientieren. Wenn Sie zum Beispiel oft Kopfschmerzen gehabt haben hier, dann halten Sie so. Wenn Rücken war, so. Wenn Galle war, so. Herz war, so einfach hier laufen dann. Zeigen Sie mal. Und Sie machen das mal mit. Gehen Sie mal einfach hier durch. Ja. Hier oder hier vorne, von hier aus, jawohl, ja. Bitte. So, vielen Dank. Jetzt machen Sie mal zu dritt dann. Zu dritt machen Sie dann ein Gespräch zusammen. So einfach sagen Sie mal, was Sie gemacht haben, warum Sie das gemacht haben und welche Symbole, symbolisch, wo welche Beschwerden gemeint waren. Einfach besprechen zu dritt zusammen. Drei, hier, drei zusammen und hier zusammen. Wunderbar. Ich habe mal meinem Knie gesagt, dass ich sofort verdrehe, wenn ich irgendwie unkoordiniert auftrete. Aha. Das ist noch operiert worden. Mit dem Wort für den Kopf. Ich habe gedacht, ich muss weg mit all dem. Und hast du richtig so eine Mütze über mir gespürt? So, also so einen schweren Hut. Ne? Und es war so richtig schweres Gewicht von oben nach unten. Scheußliches Gefühl. Ja, ich habe nur diese stechenden Knieschmerzen gespürt und dachte, ich habe keinen Halt. Diese Bänder, die funktionieren nicht. Und das Stechen wurde immer schlimmer, je mehr ich dran gedacht habe, dass ich falsch treten könnte in Schlaglöchern. Ja. Ich hatte die Rückenschmerzen. Wie ein schwerer Sandsack auf dem Rücken. Eine Last nach unten. Das war mir schon bei dem Geschichte vorlesen aufgefallen. Dann beschwerte mich das schon. Sofort wurden meine Schultern schwer, wie ich mir das vorstellte. Die Melone und dann die Ketten unten und dann, was der alles tragen musste. Ja, und das geht auf meinen Körper, wenn ich über die Ohren. So, jetzt können wir mal kurz dann, eine Person wird kurz vortragen. Vielleicht können Sie mal kurz sagen, was sie angesprochen hat. Wie war das bei Ihrer Gruppe? Also ich habe mein Knie angesprochen. Das ist Meniskus operiert, weil ich sehr gern Tennis spiele. Und das Knie, das tut mir oft weh, aber immer nur, wenn ich Dinge tue, die mir Spaß machen, wo ich denke, jetzt habe ich keinen Halt. Ein unbewusster Sprung und ich werde diesen Schmerz wieder spüren. Und beim Laufen habe ich mich jetzt aufs Knie eingestellt und ich verspürte den stechenden Schmerz, aber nur,
weil der Halteapparat mir defekt schien, obwohl das Knie in Ordnung ist. Und als die Geschichte vorgelesen wurde? Und als die Geschichte vorgelesen wurde von dem beschwerten Wanderer, habe ich mir diesen weiten Sand vorgestellt. Ich bekam Durst und die Last, die hat meine Schultern schwer gemacht. Meine Halswirbelsäule verspannte und die Schultern, so Trapeziusmuskulatur, wurden schwer durch die Worte. Das haben Sie gesehen, kurze Zeit, dann kann man spezielle Teile dann für Massagebehandlung oder Bestrahlung und dann nachher richtig in diesen autohypnotischen Zustand dementsprechend ansprechen dann dabei danach. Möchten Sie auch was kurz etwas sagen? Ich habe meinen Rücken gespürt. Mich hat er meistens mit dem Sandsack angefangen, so das Gefühl, seine schwere Last auf dem Rücken zu tragen. Und als das dann in der Geschichte schon, als er das abgeworfen hatte, war es schon leichter. Ja. Dann, wenn man Zeit hat, dann nachher sagt, seit wann spüren Sie das? Wann war aktuell vier Bereiche? Und dann nachher kommt dann langsam von dieser auf diese vier Bereiche zurück. Und dann kann man sehr gut von Symptom auf Konflikt kommen. Und dann nachher Konflikt war, seit wann haben Sie diese Beschwerden? Schon ganz lange. Lange? Ja, so lange, dass ich mich gar nicht erinnern kann. Immer haben Sie diese Beschwerden gehabt? Dann, ja, also es ist jetzt schon weniger geworden, aber ganz lange schon. Und was meinen Sie, welche Faktoren spielen, wenn Sie diese vier Bereiche vorgehen? Waren sehr viele Ereignisse in diesen vier Bereichen? Ich glaube eher, dass die... dass lange die Leistungsseite zu groß war und dass die Sinnseite zu klein war. Ja. Und ist jetzt schon... Können Sie vielleicht Ihr Mikrofon abnehmen und der Dame das mit hinhalten? Ich so? Mikrofon, ja, mache ich dann. Dann können die Leute den Saal... Ja. Nein, auch... Ihr Mikrofon. Ach, mein Mikrofon. Ja, ich halte es. Sehen Sie? Aber bei Ihnen mache ich das. Achso. Ich glaube, dass lange die Leistungsseite zu groß war und die Sinnseite zu klein. Und dass sich das so gebessert hat im Laufe der Jahre, ist schon, dass diese Sinnseite größer geworden ist. Ja, ist etwas weniger geworden. Also, so kann man Zeit hat, dass die Sache wird in der Einzeltherapie, Gespräch oder Familientherapie oder Gruppentherapie intensiv dann angesprochen und gefunden. So, bitte. Also für mich war der Mühlstein, ein ganz wichtiges Element, der hat mich so richtig nach vorne links runtergezogen und ich habe gleichzeitig gemerkt, dass dadurch auch ich Rückenschmerzen entwickle, weil ich diesem Zug entgegenwirken muss. Und das ist wirklich auch so ein ganz bekanntes Phänomen, wenn ich sehr unter Stress und Belastung stehe, dann spüre ich das eben genauso. Konnte sie sich auf diese Geschichte einstellen, symbolisch gesehen, ja? Ja, sehr. War gut, sehr, bevor sie war schön, vor allem wie dann wie es dann Abend wurde, ne, ja, und er da so alles abgeworfen hat, habe ich gedacht, das ist ja sehr, sehr schön, sehr leicht. Weil die Geschichte kommt auch dann nachher Zukunft. Hoffnung, dass wer abgeworfen hat, also das heißt, Patient lernt am Modell, also für mich besteht auch eine solche Möglichkeit und dann kann er nachher viel besser arbeiten. Diese Geschichte geben wir nach dem ersten Interview und zwei Seiten soll der Betreffende schreiben und mitbringen dann dabei und symbolisiert dann. Das ist so interessant, dann, wie der Patient dann entsprechend diese Beschreibung symbolisiert. Darf ich es mal Ihnen auch geben? Also bei mir war während der Geschichte, da habe ich alle Beschwernisse gespürt, aber wie ich es dann selber gemacht habe, war das Einzige, was mich wirklich gehemmt hat, das waren diese Ketten an den Füßen. Also ich konnte die kaum vom Boden bewegen, ich musste sie richtig ziehen und das ist geblieben. Und ich verbinde jetzt noch nicht so viel damit, aber ich habe es so gespürt. Das ist interessant, ja. Wie sind die vier Bereiche bei Ihnen? Oh. Das haben Sie sehr gut dargestellt hier eigentlich. Also die Fantasie ist bei mir am weitesten entwickelt dabei. Ja, und... Wir müssen sie auf den Boden der Realität bringen. Das zieht ja noch so. Das heißt, muss man Bereich Körper, Bereich Leistung und Kontakte dann erweitern da. Ja, das heißt, sie sind entwicklungsfähig. Ja, glaube ich auch. Wie war bei Sie auch etwas sagen?
Ja, ich habe vor allen Dingen meine Schultern gespürt und dieses Gewicht des Mühlsteins und wie das auch so mein Herz zugemacht hat und der Atem wenig war. Und das kenne ich. Ja. Wenn man hier drückt. Ja, aua. Und jetzt spüre ich es noch. Ich spüre sie dann dabei. Sehr gut. Und haben Sie auch das Bild gemacht mit vier Bereichen und so weiß ich? Wir müssen Sie als Therapeut für Ihre Eltern machen. Wieso? Ja, dass Sie wahrscheinlich bestimmte Bereiche bei den Eltern erfahren haben, bei anderen Bereichen, die zu kurz kommen. Bei Eltern müssen wir Sie als junger Mensch aktivieren, motivieren, dass den Eltern helfen dann auch dabei, weil die auf ihre Hilfe warten eigentlich. Haben Sie auch in diese Richtung mal gedacht? Ja, das glaube ich auch. Ja? Also das kann ich mit was anfangen. Können Sie? Ja. Sehr gut. Wir sehen, unsere Eltern sind unsere besten Patienten. Man kann, ja, weil man durch die Eltern erstens was lernen kann, üben kann und zweitens auch die Eltern warten auf unsere Hilfe. Und meistens kaum gibt es Eltern, die dann, es sind wenig Eltern, die bereit sind, auch zu Psychotherapeuten gehen. Aber durch Sie, als Familienmitglied, können Sie dort viel anfangen. Wenn man das gelernt hat, mit eigener Familie gut umzugehen, dann kann man mit Schwesterpatienten arbeiten. Ja, glauben Sie mir. So, wer möchte auch etwas noch sagen? Was war? Bitte, bitte. Ja, also ich habe so Wirbelsäulenprobleme und ich habe das ganz gut nachvollziehen können, was man alles trägt. Aber dann habe ich mir dabei gedacht, ja, das hat ja auch alles einen Sinn, dass man das irgendwie bekommen hat. Und besonders habe ich eigentlich gedacht, die Geschichte geht weiter, weil ich mir gedacht habe, also der Kürbis, der ist zwar faul, aber der spendet auch Schatten. Und das, dass er diesen Wasserschlauch ausschüttet, wo er noch diesen Weg zum Meer gehen muss und noch eine, das war irgendwie, habe ich gedacht, also eigentlich habe ich gedacht, das kann man noch weitermachen, das ist noch nicht fertig. Der Betreffende hat die Freiheit, über die Geschichte weiter eigene Fantasie zu entwickeln, indem er schreibt, dann kommt sowas vor und liest sie uns vor und das gehen wir mal gemeinsam weiter. Sehr schön. Ja. Also ich habe die ganze Geschichte eigentlich ziemlich distanziert angehört, weil ich bin im Moment relativ beschwerdefrei. Ja. Das sind eigentlich nur kleine Befindlichkeitsstörungen. Jetzt wir müssen von Gesunden von heute die Patienten von morgen erziehen. Jetzt habe ich überlegt, was kann ich dann zeigen und ich hatte mal eine abdominelle Symptomatik, also Bauchschmerzen und habe erkannt im Laufe des Studiums auch, Medizinstudiums, dass es durch Angst verursacht ist. Ich habe mich also total untersuchen lassen, Gastroskopie und Koloskopie und so weiter und dann eben gesehen, dass ich organisch gesund bin und habe das Ganze auflösen können. Ich habe also nur gespielt sozusagen, bin zurzeit nicht belastet. Sehr gut. Also das ist auch für Sie, wäre dann gut, dass Sie dann nachher diese vier Bereiche bei sich einigermaßen aller Meinung nach im Balance haben. Wir sind im Ungleichgewicht und die Arbeit überwiegt bei Weitem. Bei Weitem da. Also ich muss Ihnen da in einigen Dingen wirklich recht geben, wir sind da... Nachher diese Fragebogen hilft Ihnen etwas da. Ja. So, wer möchte von Ihnen? Wir waren da schon. Bitte? In der Gruppe waren wir schon. Waren Sie dabei? Ja. Und Sie auch. Das ist das Letzte. Ich habe das Ganze, die Geschichte das zweite Mal gehört, das erste Mal selber gelesen und war deshalb ganz zufrieden und froh, weil ich schon mal alle Lasten abgeworfen hatte. Und ich habe eine Luxationshüfte, die tat mir jetzt gar nicht mehr weh. Ich hatte Mühe, das nachzuspielen, wie es ist, wenn es Schmerzen sind. Sie können sich vorstellen, in einer Gruppentherapie, dann Gruppenarbeit, wie man jetzt von verschiedenen Krankheitsbildern erfahren kann und dann wunderbar kommt, dass es sehr leicht von Symptom zu Konflikt kommt und kann beschreiben, Aktualkonflikt, wann war die vier Bereiche und dann was passiert ist und dann geht man auf die Sache da rein. Ich möchte unseren Teilnehmer danken, dass sie aktiv mitgemacht haben. Ein Applaus dann für Sie. Ja. Danke. So, darf ich das benutzen nochmal? Und zwar, liebe Freunde, wir holen aus dieser Geschichte, Geschichten,
und dann aus diesen vier Bereichen heraus. Und das wird dann nachher, je nachdem, welche Methode Sie gelernt haben für Entspannung, appliziert dann. Zum Beispiel, Sie können am Anfang mit dem autogenen Training beginnen, nach Schulz, und dann Ruhe, Schwere, Wärme. Und dann dementsprechend geben Sie diese Spruchweisheiten, geben Sie dann ein. Zum Beispiel, ein Mann, ein Geschäftsmann, der bei ihm diese Bereich Leistung besonders überbetont war, bekommt den Spruch, man ist reich, wenn es reicht. Ja? Einfach die Sache wird appliziert und dann sagen wir, was Ihnen in den Sinn kommt. Glauben Sie mir, bei Geschäftsleuten mit diesem Spruch, wenn man gut anbringt, so gut kann man ansprechen, dass sie dann daran arbeiten, man ist reich, wenn es reicht. Ja? Oder bei einem Patienten, ein Mann, der unglaublich Gerechtigkeitstick hatte und jede Verletzung sehr stark reagiert hat, deshalb soziale Kontakte kamen zu kurz, auch wenig Zukunftsperspektive, habe ich diese orientalische Weisheit gegeben. Wenn jemand dich verletzt hat, entweder war er stärker oder schwächer als du. War er schwächer, dann schone ihn. War er stärker als du, dann schone dich. Ja, das ist wunderbar, welche Assoziationen nachher in diese hypnotische Zustand mit dem autogenen Training gekommen ist, können Sie sich selbst ausmalen. Die Sache ist besonders bei vielen Menschen heute Gerechtigkeitsprobleme haben, hilft sehr gut. Oder der Bereich zum Beispiel Leistung, Kontakte, Fantasie, bringe ich auch Aussagen von Nobelpreisträgern. Wenn jemand sagte, ich habe zu diesem Bereich überhaupt keine Beziehung dann dabei, das ist für mich tabu, dann bringe ich nicht von mir etwas, sondern von Nobelpreisträgern gewisse Aussagen. In diesem Buch haben Sie auch von 25 Nobelpreisträgern, was die über den Sinn des Lebens, Tod und Leben nach dem Tod sprechen. Und diese ist als Mediator, geben wir als Therapeut zu Patienten und appliziert dann und kann selbst dann eigene Fantasien entwickeln und damit arbeiten da. So, liebe Freunde, ich möchte jetzt, dass Sie Fragen stellen. Ich möchte mit einer orientalischen Weisheit das abschließen. Diese Lebensweisheit besagt, denkst du an ein Jahr, so sehe einen Samen. So denkst du denkst du an einem Jahr, denk ein Samen. Denkst du an ein Jahrzehnt, so pflanze einen Baum. Denkst du an ein Jahrhundert, so erziehe einen Menschen. So, wir gehen davon aus, dass es tatsächlich eine Zeit gekommen ist, dass wir als Therapeuten, dass wir auch unsere vier Bereiche in Balance bringen, damit wir alle Bereiche des menschlichen Seins erreicht haben und entwickelt haben. Und diese gibt Ihnen auch Möglichkeiten, in diese Richtung Ihre Fantasien zu entwickeln dann. Vielen Dank für Ihre aktive Zusammenarbeit und darf ich Sie bitten, jetzt Ihre Fragen zu stellen dann. Bitte? Ja, okay. Wir können auch so machen dann, dass es auch schnell geht, weil einige haben mir gesagt, die wollen auch rechtzeitig weggehen. Was hat Ihnen heute gebracht? Also für mich war ganz wichtig, dieses Diagramm mal zu malen. Jawohl. Jawohl. Haben Sie, sind Sie verheiratet oder sind Sie noch zu haben? Verheiratet, ja. Dann machen Sie mit Ihrer Frau auch dabei, Ihre Eltern und Schwiegereltern. Das ist so interessant, diese Diskussion und diese Fragebogen mit nach Hause nehmen. Das ist für Sie hier da. Darf ich Sie fragen, was nehmen Sie mit dann heute? Ja, das Erste ist, dass ich Sie kennengelernt habe. Ich Dankeschön. Von Ihnen gehört. Ja. Und für mich auch dieses Diagramm und auch meiner Zielvorstellung nach. Ich glaube, ich achte zu wenig auf meinen Körper. Und das wäre auch ganz gut, dass Sie sagen, was möchte ich mit dem Körper machen, weil Körper sieben Aspekte hat. Ja? Ästhetik, Athletik, dann Körperkontakt, dann Essverhalten, Schlafwachrhythmus, alle diese Bereiche gehören. Also das, was muss ich ändern? Diese vier Bereiche im Rahmen der Familientherapie,
wirkt wunderbar, indem wir mit dem ersten Bereich, vier Bereiche beginnen und dann fragen wir zum Beispiel so, wer von Ihnen geht abends früher ins Bett? Oh, ich. Ihr Mann, er kommt viel später, um eins. Und dann fragen wir, was bedeutet, warum dann? Und einzelne Punkte wird herausgeholt. Was sehr interessant ist, wie man durch solche Fragen, also diese Fragebogen, und dann diese Mikrotraumen in der Partnerschaft eruieren kann dann dabei. Jawohl, bitte. Gibt es in einem dieser Bücher speziell, was diese Sache handelt? Weil es sind so viele. Na, ja, haben Sie recht, dann. Das ist das Psychosomatik. Alle. Das war und Kaufmann und Papagei. Diese Hand und Hand sind die zwei Geschwister. Jawohl, bitteschön. Ja, bei mir, als ich dieses Diagramm gemalt habe, habe ich gemerkt, oh Gott, wie verdeutscht mein Diagramm inzwischen geworden ist. Obwohl ich nur 15 Jahre hier wohne. Da ist mir bewusst geworden, wie beeinflussend diese Umwelt für mich war. Ne? Das ist, bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie das sagen. Diese Sache lässt sich bei Problemen mit Ausländern sehr gut anfangen. Bei deutschen Patienten muss man immer mit Körper beginnen. Bei ausländischen Patienten gehen wir vom vierten Bereich aus. Haben wir einen Fragebogen, einen transkulturellen Fragebogen, wie fühlt sich dann hier, welche Fantasien hat, wie kann er seine Weltanschauung, Religion nachgehen, wie fühlt sich dann hier wohl und dann welche Kontakte hat, welche Familie, erst dann nachher kommen wir auf den Körper. Aber bei deutschen Patienten immer mit Körper beginnen, weil das eine ganz besondere Bedeutung hat. Ja? Sehr gut. Und es gibt auch drei Arten. A, identifiziert sich man mit dieser Kultur. B, will man seine Kultur unbedingt haben. Drittens ist das weder diese noch andere. Ja? Und viertens ist Integration dann. Das ist dasselbe. Ja, darf ich Sie mal fragen, dann, was Sie von Sie gebracht hat heute? Was nehmen Sie mit? Mir gefällt Ihre Arbeit mit Geschichten, mit Mythen und Metaphern. Das interessiert mich und ich hatte auch schon ein Buch von Ihnen gelesen, Der Kaufmann und der Papagei. Und habe selbst mal versucht, einige Geschichten anzuwenden. Das hat mal geklappt, mal hat es nicht geklappt. Mich hat heute Ihr Modell eigentlich, dieses Balance-Modell, sehr angesprochen. Und ich nehme das als Anregung, mich mal ein bisschen genauer mit Ihrem Modell zu beschäftigen. Und ich fand Ihre Art und Weise auch sehr stimmig, wie Sie das rübergebracht haben. Ich frage mich, ob ein Deutscher das so stimmig rüberbringen könnte wie Sie. Ja. Vielen Dank. Ja. Wir haben 4.300 deutsche Ärzte und 60 Psychologen in den letzten 24 Jahren ausgebildet, die am Anfang sagen, die auch genauso wie ich. Aber diese beiden Bereiche sind in alle Menschen angelegt. Kommt durch die Erziehung. Ziel ist, dass der Patient in der ersten Stunde Hoffnung bekommt und diese vier Bereiche und weiß, aha, dass seine Krankheit, Diabetes, Hörsturz und Angst, Depression einen Sinn hat, diese vier Bereiche in Gleichgewicht zu bringen. Möchte auch etwas jemand sagen? Darf ich Sie mal bitten? Ja, ach so, da oben ist das jemand und dann. Wenn ich danach frage, wie viel Energie verwenden Sie auf diesem Bereich Körper, dann kommt ja da was Unterschiedliches. Also kann ich mich ja den ganzen Tag mit dem Körper beschäftigen und das ist eher zu viel, als dass es gut ist. Oder andere macht es zu wenig. Gut. Sieben Aspekte gehören dazu. Durch diese Fragebogen, dann können Sie diese Aspekte eruieren. Ja? Sind Sie mit Ihrem Aussehen zufrieden? Wie ist das zum Beispiel mit dem Aussehen des Partners? Dazu kommt zum Beispiel erstes. Zweitens mit dem Schlafwachrhythmus. Bei Patienten mit Psychosomatik, Schlafrhythmusstörungen sind vor. So können Sie durch diese Fragen diese Sache eruieren dann dabei. Da haben Sie alle diese Bereiche angesprochen. Ja, bitte, hier ist auch eine. Ich bin jetzt bei der Zollanalyse und frage Sie jetzt über diesem Schema, wenn Sie das S haben. Die Patienten stellen sich dann zum Beispiel. Darf ich mal bitte ein Momentchen hierher kommen? Geht das? Zu mir, ich halte Sie fest. Kommen Sie mal. Außerdem, dann merken Sie, wie es mir geht, dann hier auch. Dann ich müsste auch, dass die anderen auch was davon haben. Danke. Hier. Ja. Achso. So.
bei diesem Schema, in der Führungsstilforschung sagt man, Menschen sind entweder tendenziell eher gibt es die Auffassung und auch die Ergebnisse, dass die Menschen entweder tendenziell eher leistungsorientiert sind oder tendenziell eher mitarbeiterorientiert, also nicht die Stärken gleichzeitig in beiden Bereichen haben? Wie gehen Sie damit um, wenn jetzt von einer Sonderausstellung herauskommt, wohl höher in beiden Bereichen? Das widerspricht sich eigentlich in der Realität. War eine sehr gute Frage. Viele Betriebe arbeiten auch mit diesem Modell, weil es ist erst Mitarbeiterführung in Betrieben ist wichtig. Wir sagen aber, ich mache bei diesen Firmen nur, wenn die mich einladen oder Mitarbeiter, wenn die Frauen auch eingeladen werden. Ja? Das heißt, Partner muss dazukommen. Und wir haben gesehen, dass dieser Bereich bei diesen Leuten bis jetzt zu kurz gekommen ist. Und vor allem die Sinnfrage der Zukunft. Wurden wir bei diesen paar Leuten erst die anderen Bereiche erarbeiten und dann kommen wir auf diesen Konfliktbereich zurück. Also das heißt, erst die nicht erlebten Bereiche werden angesprochen und dann nachher, wenn Reste bereit, kommen wir auf Konflikt zurück. Damit man nicht das neurotische Konzept wiederholt dann dabei dann auch. Ich möchte, wenn Sie Zeit haben, weil es ein sehr interessanter Fall ist, das dauert nicht Zeit, das schaffen wir auch da. Sehen Sie mal, was man aus einer Geschichte machen kann, jetzt ist mir in den Sinn gekommen, und zwar, ein Ehepaar kam in der Familientherapie. Sehen Sie mal, wie es gelaufen ist. Ich fühle mich nicht gut. Meine Frau sieht immer nur das Schlechte. Sie sagt immer, ich sehe alles negativ. Gestern wollte ich ein Becken im Garten enden, besonders flach machen, damit das kommende Enkelkind nicht hineinfällt. Prompt sehe ich alles negativ und ich malte den Teufel an die Wand, sagte sie. Alles sieht er negativ. Dabei bemühe ich mich, ständig positiv zu denken. Das Kind kann nicht reinfallen, da ich immer genau darauf aufpasse. Überhaupt kann ich diese negative Sichtweise nicht mehr ertragen. Das Becken wird nicht geändert. Nach kurzer, heftiger Hin und Her der Vorwürfe, sie ist aggressiv, er ist betroffen und zurückgezogen. Dann erzähle ich diese Geschichte. Ein orientalischer König hatte einen beängstigenden Traum gehabt. Er sah nämlich in diesem Traum, dass alle seine Zähne eine nach dem anderen ausgefallen sind. Er ist sofort aufgestanden, hatte seinen Traumdeuter gebracht. Dieser Mann hörte sich den Traum an und sagte, Majestät, ich muss dir eine traurige Mitteilung machen. Du wirst alle deine Familienmitglieder genau wie deine Zähne eine nach dem anderen verlieren. Der König regte sich auf und befahl ihn, einen Kerker zu bringen. Dann brachte den zweiten Deuter. Dieser Mann hörte sich den Traum an und sagte, Sein Majestät, ich muss dir eine fröhliche Mitteilung machen. Du wirst länger leben als alle deine Familienmitglieder. Du wirst alle deine Familienmitglieder überleben. Der König war hoch erfreut und gab einen Preis, großen Preis. Als der König weg war, die Wesir fragten ihn, den zweiten Traumdeuter, du hast doch den Traum eigentlich nicht viel anderes erklärt als dein armer Vorgänger. Warum wurde er bestraft und warum hast du eine solche Belohnung bekommen? Er sagte, stimmt, wir beide haben den Traum ziemlich gleich gedeutet. Aber im Leben kommt nicht darauf an, was man sagt, sondern wie man sagt. Diese Geschichte habe ich erzählt und sie spontan, siehst du, das ist es, was ich immer sage. Man muss positiv denken und dann geht es genau wie in der Geschichte. Ich denke immer positiv und du, Therapeut, überlegen wir einmal erstens, was ist in der Geschichte passiert? Wie hat der König reagiert? Warum hat er sich so verhalten und wozu hat das, wohin hat das geführt? Sie nachdenklich. Der König wollte von der ersten negativen Version nichts wissen. Nur die zweite Deutung hat ihn angesprochen.
Therapeut. Warum wollte er nicht davon wissen? Sie nach Sorgen und etwas betroffen. Wahrscheinlich hat er Angst gehabt. Therapeut, wie hat er dann reagiert und war ihm die Angst bewusst? Sie wohl nicht bewusst. Darum hat er den anderen bestraft, was ja eigentlich, weil er aggressiv ist, war. Therapeut, wie sind Sie vorgegangen bei der Sache mit dem Becken im Garten? Sie spürt ihr Verhalten und wirkt betroffen und merkt, dass sie ähnlich vorgegangen ist. Es kommt zu einer veränderten Sichtweise über das Verhalten des Königs. Deutlich treten Einseitigkeit, Angst, Abwehr und Aggression hervor und kann auf eigenes Fühlen und Vorgehen übertragen werden. Plötzlich kommt in die Stunde eine abrupte Wende. Doppelpunkt. Sie. Jetzt erinnere ich mich an meine Kindheit. Das hatte ich ja selbst völlig vergessen. Als ich 5 Jahre alt war, bin ich in einem Schwimmbad hineingefallen und wäre fast ertrunken. Ma hat mich in letzter Sekunde gerettet. Damals, jetzt weiß ich es wieder, lief sogar mein Leben an mir vorbei. Sie weint. Meine Mutter hat mich damals sehr ausgeschimpft wegen Ungehorsam und dem Kleid, das schmutzig geworden ist und viel gekostet hat. Sie betroffen. Therapeut zu ihm. Wussten Sie schon? Nein. Er nein. Therapeut zu ihr. Wir können jetzt Ihre heftige Aussage besser verstehen. Er, die Geschichte hat mich auch betroffen gemacht. Ich frage mich nur, warum ich bei solchen Vorwürfen meiner Frau immer gleich gekränkt bin. Die Vorwürfe meiner Frau haben demzufolge auch sehr viel mit meiner Frau zu tun. Therapeut, wir werden sehen, dass Sie später ganz anders mit möglichen Vorwürfen umgehen können, weil das wieder mit eigenen Erlebnissen zu tun hat. Und so war ein Stück aus dieser Erfahrung, wo das, die Sache das angesprochen wurde. Jetzt ist mir eingefallen, wollte ich Ihnen dann bekannt geben. So, danke Ihnen für Ihre aktive Zusammenarbeit und